Solium Infernum. Der Teufel ist tot, lange lebe. Wer? Keine Ahnung. Nachdem es Lucifer persönlich, Diabolo, wenn man ihn so nennen möchte, oder halt einfach, ja, der klassische Teufel, verschlagen hat und er nicht mehr auf dem Thron sitzt, den ihr hier über mir seht, müssen jetzt die Dämonen, die sich in der Hölle befinden, bekannte Gestalten, die ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört habt, in irgendeiner Saga oder in irgendeiner Serie, darum kämpfen, den Thron zu erringen. Das Ganze hier ist eine Art 4X-Spiel im besonderen Stil. Orientiert sich eigentlich mehr an Dune Spice Wars oder an Northgard? Oder vielleicht an Stellaris Nexus, falls ihr das eher gespielt habt. Das hier ist nämlich ein Spiel, das vor allem auch im Multiplayer stark glänzen kann, im Singleplayer aber genauso spielbar ist und sich darauf fokussiert hat, an einem Abend durchspielbar zu sein. Also ein 4X-Spiel, das nicht über Tage und Wochen und Monate hinweg gehen soll, wie zum Beispiel ein Civilization auf Marathon-Geschwindigkeitsgrad, sondern hier sollen wir wirklich schnell reinkommen, schnell unsere Würfel spielen oder beziehungsweise unsere Legionen spielen. Würfel sind nämlich nicht hier drin, aber dafür eine ganze Menge an Kuriositäten, die wir so in der Hölle sehen können. Ich würde sagen, das war es eigentlich schon als kurze Zusammenfassung am Anfang. Ich gucke mir das jetzt hier mal gerne an vor Rustler, deswegen wird das gar nicht so ein langes Video werden wie sonst eigentlich. Für euch auf YouTube oder zumindest so langes Reinschauen auf Twitch. Das passt also perfekt heute, dass wir uns das hier angucken können. Ihr habt einen Mehrspieler hier drin, wir wollen auch vielleicht mal einen Mehrspieler machen, deswegen ist das auch mal so ganz leicht angeteasert und angeschaut. Ihr habt eine Enzyklopädie der Hölle, wo ihr euch nochmal alle höllischen Sachen durchlesen könnt, vor allem ist das aber ein Tutorial, das könnt ihr auch im Menü hinterher, im Hauptmenü des Spieles, also im Spielmenü, so könnte man es auch nennen, aufrufen. Wir werden aber in den Einzelspieler rüberwackeln mit unseren kleinen süßen Popöchen der Dämonen, an denen sich Hufen und Schwänze befinden. Einzelspieler. Oh, einen wunderschönen guten Tag und Showfunk auch an dich, hallo. Es gibt das Tutorial, das recht ausführlich euch in ein Übungsszenario reinwirft und euch mit den Mechaniken ein bisschen vertrauter macht. Ich finde, das Tutorial könnte ein bisschen besser sein, könnte ein bisschen detaillierter über bestimmte Sachen schreiben, weil manche kommen erst im Laufe des Spiels auf einmal hervor, was wir da drin machen können. Zum Beispiel, dass wir nur eine begrenzte Aktionsvielfalt pro Runde haben. Wichtig zu wissen. Dann haben wir Einzelmatches und wir haben Szenarien. Wir werden uns in ein Einzelmatch reinbegeben, in Solium Infernum. Wir können am Anfang die Karte definieren, auf der wir spielen möchten. Jede Karte hat andere Hindernisse, hat andere Gegner, die auf uns warten, andere Herausforderungen, die also damit einhergehen. Wir werden mal Dantes Gipfel nehmen. Wir können die Gartengröße können wir auch definieren. Wie viel soll der Gärtner denn hinterher beackern? Wir können aber auch einfach die Kartengröße wählen, wenn wir möchten. Von klein, mittel, groß, bis hin zu klein, mittel und nochmal groß. Wir werden uns eine mittlere Karte hier drauf nehmen. Dann gibt es Orte der Macht. Orte der Macht werden hinterher wichtig für uns sein, um Punkte zu sammeln, die uns zum Sieg bringen werden. Viele Punkte. Dann können wir auswählen, wie viele Spieler. Von 4 Spielern bis 6 Spielern ist alles möglich. Wir werden uns mal 4 Spieler rausnehmen und wir können die Spiellänge definieren. Das ist am kürzesten, bis hin sehr kurz, kurz, normal, lang, sehr lang, bis hin zu 70 Runden. Also das hier hinter sind immer 70 plus, bedeutet die jeweilige Rundenanzahl. Da würde ich gerne mit euch einmal eine 40-Runden-Partie nehmen, damit wir da so ein bisschen reinschauen können und vielleicht sogar bis zum Ende kommen. Bin ich sehr gespannt drüber. Wenn wir jetzt auf Fortfahren klicken, kommen wir ins Auswahlmenü von dem Ganzen. Im Auswahlmenü haben wir von vornherein alle Personen zur Verfügung. Hier ist nicht irgendeiner hinter einer DLC-Schranke oder so. Und da sind halt hier schon die Personen, die ihr vielleicht irgendwo mal gehört haben könntet. In anderen Videospielen, in Filmen, in Serien, in Büchern. Was weiß ich nicht, wo ihr die alle hinterher gesehen haben könntet. Terrorkauz, grüß dich. Wir haben hier zum Beispiel Astaroth, der Drachenritter, deren Spielziel oder Fokus auf Eroberer hat. Wir haben Lilith, die Verschmähte. Die kenne ich vor allem aus, ja, Diablo vor allem. Und ich glaube, in Supernatural ist die auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Die Verschmähte. Wir haben Andromalius, der Schöne, der Gefallenen. Dann haben wir Marmon, Großwucherer. Der eher Manipulator ist. Was ist er hier gewesen? Duellant. Dann haben wir hier drin unseren Murmur, Monarch des Grabens, der sich auf Zauber fokussiert. Wir haben Belial, Prinz der Lügen, ein Manipulator. Erzsebet, die dreifach Verschleierte als Erobererin. Und im Beelzebub persönlich, der auch Eroberer ist. Also am ehesten wäre der hier ja dieser typische, den man, glaube ich, aus jedem Videospiel kennen könnte. Hermann Josef, grüße dich und Logi, danke schon für deinen Sub im 8. Monat. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr lieb.
In Lucifer ist die Serie ist Lilith auch. Daher kenne ich sie vielleicht eher. Daher kenne ich sie. Die habe ich auch ein bisschen geguckt, auf jeden Fall. Oder wir nehmen den Beelzebub. Da würde ich jetzt mal den Twitch-Chat fragen. Worauf habt ihr denn Bock? Sollen wir den hier nehmen? Astaroth? Das ist eine 1. Oder wir nehmen den Beelzebub. Das ist eine 2. Tremo, einen wunderschönen guten Tag. Und Schmier, sehr wunderschönen guten Tag. Also, 1 ist er hier. Unser Freund Astaroth. 2 ist der Beelzebub. Das sieht ausgeglichener aus. Ich glaube, mehr 2. Pass auf, dann nehmen wir die 2. Wir nehmen den Beelzebub. Eine der größten himmlischen Gestalten, jetzt das blanke Grauen. Ein abscheulich grinsendes Maul, das von bösem Hunger geplagt wird und einen unstillbaren Appetit hat. Dilemma Live, Dankeschön für deinen Sub. Sehr lieb von dir. Muss es ein Eroberer sein? Ich würde gerne gegen die KI-Eroberer spielen. Ich würde gerne Eroberer spielen, weil das einfacher ist jetzt zum Zeigen, vor allem, weil die anderen Mechaniken gegen die KI vielleicht nicht funktionieren könnten, sondern dass sich das manchmal im Multiplayer ein bisschen ausspielt. Asmo, ich grüße dich. Außerdem finde ich den cool. Dann haben wir hier unten unsere verschiedenen Fokusse, die wir benutzen können. Zum Beispiel der Zorn, die Täuschung, Prophezeiung, Zerstörung, Charisma. Was es damit auf sich hat, werden wir hinterher gucken. Wir haben die dunkle Kunst, Höllenschlund, ein einzigartiges Zornritual, das die Essenzen von durch den Beelzebub zerstörten Legionen in Tributmarken umwandelt. Dann haben wir hier die ausgerüsteten Reliquien, die wir besitzen. Du sprichst nur eine Sprache und die heißt Krieg. Durch Legionskämpfe verdientes Prestige wird um 1,5 multipliziert. Und wir haben Amulett der Einschüchterung. Deine Präsenz wiegt mehr als deine Masse. Erhält plus 5 zusätzliches Prestige, wenn ein Gegner deine Forderung, Beleidigung, Erpressung oder Demütigung annimmt. Wir könnten den Reliquienschrein besuchen. Das lassen wir jetzt mal sein. Ich klicke da trotzdem mal drauf. Da könntet ihr die Reliquien dann hinterher auch ändern, wenn ihr möchtet. Ich glaube, das geht jetzt gerade aber nicht. Dann müssten wir den hier erstmal rausnehmen. Oder es geht also einfach noch nicht. Auf jeden Fall gibt es hier alle Reliquien, die zur Verfügung stehen im Spiel, soweit ich es verstanden habe. Wir sehen, mit welcher Legion wir starten. Die Brut von Beelzebub. Oh Gott, die ist aber nicht so toll. Und wir starten mit der Festung des Beelzebubs, die sich dann verteidigen kann. Jetzt werden wir diesen Erzfeind aussetzen. Wir könnten jetzt noch sagen, welche Person wir bei den anderen reinpacken möchten. Wir lassen uns da mal ein bisschen überraschen. Und hier unten wählen wir dann einfach AI aus. Wie gesagt, es gibt auch Multiplayer hier drin. Der wurde schon von den Rocket Beans einmal gespielt. Also der funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob es da größere Probleme gab. Ich konnte das Event selber nicht gucken. Falls es jemand im Chat weiß, schreibt das dann gerne einmal in den Chat rein. Der Bodes grüßt dich, Hugo. Gehen wir rein, gucken uns an, was jetzt hier passieren wird. Die dunkle Majestät ist verschwunden und das Konklave von Pandemonium schreit nach einem Ersatz. Du bist ein Erzfeind, Herrscher über ein großes Haus der Hölle und dir steht das Recht zu, den Höllenthron für dich zu beanspruchen. Baue dein Prestige auf, kommandiere deine Legion und übertrumpfe deine Mitgefallenen durch Blut oder Verrat. Keine Sünde ist unter deiner Würde, schließlich ist das hier die Hölle. Lobby verlassen und neues Spiel angefangen war ein bisschen hakelig, aber im Spiel selbst gab es null Probleme. Okay, das hört sich doch super an. Das hört sich doch super an. Das ist die Vorgeschichte. Wie gesagt, die dunkle Majestät ist verschwunden. Der Teufel ist weg, wo er auch immer ist. Wir wissen es nicht. Und jetzt sind wir hier im Spiel selber drin. Und jetzt muss ich euch schon mal ein paar Sachen erklären. Ihr wisst, am Anfang erkläre ich euch immer gerne, ja, ich bin der kleine Erklärbär-Ranger. Das gehört einfach mit zu meinem Portfolio. Aber hier drin muss ich es wirklich machen. Ich muss erstmal meine Kamera hier verschieben. Verschiebe ich die am besten hin. Schieb die hier hin. Hier hin? Hier hin, ja. Genau, ich muss euch ein paar Sachen zeigen, bei denen ich am Anfang selber dachte, in welche Richtung wird das denn jetzt hier alles gehen? Solius, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir vielleicht mal oben links an. Das ist das Einfachste. Wir gehen mal im Uhrzeigersinn rum. Hier oben sehen wir die Prestige-Anzeige. Wer zum Ende des Spiels das meiste Prestige hat, gewinnt. Es gibt also kein Siegeslimit, sondern das Limit, was ihr eingestellt habt, ist die Rundenanzahl am Anfang. Also in 40 Runden das meiste Prestige, der gewinnt die Partie. Dann haben wir daneben unsere Ressourcen. Seelen, Sekret, Höllenfeuer und Dunkelheit. Wofür die sind, das wird euch ein bisschen angezeigt oder zumindest angedeutet, wenn ihr da drüber geht. Zum Beispiel Seelen sind für Verbesserungen von Mächten und für alle Einkäufe auf dem Bazar. Sekret, Hauptressource für die Macht des Zorns und für den Kauf von Prätoren auf dem Bazar. Dann Höllenfeuer, Hauptquelle für die Macht der Zerstörung und für den Kauf von Artefakten.
Schatten des Krieges auf dem Basar und Dunkelheit, Hauptquelle für die Macht der Täuschung und für den Kauf von Artefakten des Stolzes auf dem Basar. Wir sehen hier oben unseren Zug. Da gehen wir jetzt gleich einmal drauf ein, auf diese vier Menüpunkte. Das hier sind eher so ein paar Kartenfilter, die ihr oben einstellen könnt, auch wenn das am Anfang erstmal viel aussieht. Ihr könnt einstellen, ob ihr die Hexfelder sehen wollt. Das ganze Spiel ist hexbasiert, ist Rundenstrategie. Dann seht ihr hier, wen ihr Kanton besitzen, wer den Kanton besitzen kann. Auf Einstellungen können wir hier mitgehen. Wir können direkt Feedback senden. Notepad gibt es im Spiel. Manchen ist es ja wichtig, dass ihr direkt hier im Spiel Testnotizen anfertigen können und sich das dann für sich selber einfach speichern können. Und dann habt ihr das ins Spiel reingeschrieben. Ah, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Und es gibt dann auch noch eine Enzyklopädie, das ist die, die ich euch am Anfang im Hauptmenü schon einmal gezeigt habe. Hier oben sehen wir alle Partie oder alle Spieler der Partie. Wir sind der Herr der Fliegen. Steam-Name ist Herr der Fliegen. Super. Wir haben Belial als Gegner, Prinz der Lügen. Dann haben wir Lilith, die Verschmähte. Und wir haben Astaroth, der Drachenritter. Sehr interessant. Feindliche Domänen können wir uns auch nochmal dann genauer angucken. Was macht die aus? Wie viel Besitz haben die? Und so weiter und so weiter. Das müssen wir jetzt noch nicht am Anfang schauen. Hier oben werden immer die Nachrichten einmal reingeblendet, die es bei uns gibt. Undrabur, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hier oben bekommen wir dann angezeigt, was für Events in der letzten Runde passiert sind. Zum Beispiel ein Tributopfergabe, was haben wir erhalten für Ressourcen, nur damit wir darüber dann auch eine kleine Information haben. Das ganze Spiel ist übrigens eine Möglichkeit per PBEM zu spielen, also Played by E-Mail heißt das. Ist ein ganz altes Verfahren von damals, aber der Name wurde einfach übernommen. Und zwar heißt das nichts anderes als asynchrone Züge. Also ich kann jetzt einen Zug machen, kann das auf den Server hochladen im Multiplayer, dann wird der andere informiert über Steam, dann kann er seinen Zug machen, wann immer er Zeit hat und danach kann die nächste Person einen Zug machen, bis dann einmal alle Reihe umgegangen sind und dann wird wieder der nächste informiert. Das ist tatsächlich ein altes System, funktioniert aber immer noch, ja. Funktioniert aber immer noch. Das kommt vor allem Played by Mail heißt es eigentlich eher so gesehen, weil das früher bei Spielen über Briefe gemacht wurde. Und dann hatte zum Beispiel, das konnte man auch bei Schach machen, dann hat man einen Brief geschrieben an jemand anderen, der saß dann vor seinem Schachbrett, hat dann einen Brief bekommen, da war der Zug drauf und dann hat der andere einfach für seinen Gegner vor Ort den Zug gemacht und hat dann selber einen Brief zurückgeschrieben und den dann zurückgeschickt. Natürlich ziehen sich dadurch Partien deutlich länger, aber vor dem Internet, da gab es das noch gar nicht, ja. Das könnt ihr für die verschiedenen, das könnt ihr nahezu für alle Spiele, für alle Brettspiele auch adaptieren. Und hinterher ist das dann über E-Mail gewesen. Bei anderen Spielen gab es zum Beispiel auch schon ewig bei Civilization, wenn ich mich jetzt nicht irre. Gibt es auf jeden Fall auch bei Civilization 6. Vielleicht mal so als kleiner geschichtlicher Exkurs, ne? Also wie Schach per E-Mail. Genauso, genauso. Ja, ja, ja. Genau. Raymond, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Angelus, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Hallöchen, ich hoffe, euch beiden geht's gut. So ein FS-Briefspiel habe ich mal mitgemacht. Echt? Cool. Ich hätte ja, glaube ich, keine Geduld für. Dandy, moin moin auch an dich. Die Tage aber auch schon gesehen, wie vier Spieler synchron gespielt haben. Writing Bull war... Ja, also es geht natürlich ganz normal im Multiplayer. Ihr habt nur diese Zusatzoption, dass ihr das auch anders machen könntet. Wird auch Fernschach genannt. Ich wusste nicht, dass das einen Namen hat. Ach, guck mal, interessant. Welche Tiefen seiner Jugend er gerade zurückkehrt. Da bin ich schon zu jung für, ja. Uwe, wunderschönen guten Tag. Waklon, wunderschönen guten Tag. Hallo. Lieber Fernschach als Taubenschach. Sollst der Jugend hier noch erklären, was ein Brief ist. Briefe, gerade hier sollte jeder Briefe, hier sollten die meisten noch Faxe kennen. Was haben wir noch? Also ich meine nicht das Bier, ne? Nur damit das jetzt hier nochmal klar ist. Was haben wir noch? Hier unten ist wohl der wichtigste Punkt eurer gesamten Partie. Hier haben wir nämlich einmal Zug beenden. Punkt. Ende. Damit endet der Zug. Nee, aber hier unten, das hier, sind unsere Aufträge, die wir vergeben können. Wir können pro Runde zwei Aufträge geben. Und diese zwei Aufträge sind alle Aktionen, die wir machen können. Also, ein Auftrag, den wir unten wählen können, bedeutet, wir bewegen eine Armee. Dann ist ein Slot von den beiden weg. Oder wir geben jemand anderen einen Vertrag. Dann ist ein Slot davon weg.
oder wir machen was anderes. Oder. Wir können nur zwei Dinge pro Zug machen, die wir uns gut überlegen müssen, was wir denn dann auch tun. Den dritten können wir uns hinterher freischalten, indem du eine Macht auf Stufe 4 steigerst, steht da drüber im Tooltip. Nur damit ihr das auch da schon mal gehört habt. Hier drüber haben wir noch mal ein paar andere Sachen, falls ihr wirklich nichts zu tun habt. Soilus, Dankeschön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb von dir und Grüne Hulk, wunderschönen guten Tag. Das hier drüber, da könnt ihr euch zum Beispiel nochmal Tribut suchen. Das könnt ihr als Auftrag nehmen und dann bekommen wir Tributqualität. Je früher bei den Aufträgen wir das nutzen, desto effektiver ist das. Also ob Platz 1 oder Platz 2 macht bei manchen sogar auch noch einen Unterschied. Ich werde euch gleich auch nochmal zeigen, wieso. Und wir kommen zum Beispiel Tribut konsolidieren, kombinieren mehrere Tributmarken zu einer einzigen Marke. So. Maximum 6 Aufträge. Ach, guck mal. Okay, cool. Und Manuskripte suchen, die brauchen wir hinterher noch. Ich werde manche Elemente mit euch gemeinsam kennenlernen, weil ich neben des Übungsszenarios noch nicht weiter reingeschaut habe. Hier unten haben wir dann unser weiteres Menü, beziehungsweise unsere Listen. Hier sehen wir unsere Legion alle, die Prätoren alle, die Orte der Macht sehen wir, die Artefakte, die Manuskripte und die Gewölbe, in denen wir einfach nochmal alles dargestellt bekommen. Wir sehen unsere Domäne, können also auch von uns aus alle Details hier nochmal angucken. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Menüs, Genoa und Comanche. Ein wunderschönen guten Tag an euch beide, hallo. Comanche meine ich natürlich, entschuldige. Diese 4 Menüpunkte hier oben bestimmen nämlich über den Rest. Wir haben einmal das Heiligtum. In diesem Heiligtum, da verbessern wir, da schmieden wir Pläne, um beispielsweise Prestige zu bekommen, die wir geheim schmieden können oder auch offen. Offene Pläne, die kennen alle, bringen uns aber mehr Prestige. Sachen, die geheim sind, ja, die bringen uns weniger Prestige, kennen aber keinen. Wir haben hier die Mächte drin in den 5 Bereichen, in denen wir uns dann selber verbessern können und großartige Bonusse holen können. Und wir haben hier zum Beispiel auch unseren Rang, den wir dann nach und nach freischalten durch bestimmte Aktionen zum Beispiel, indem wir Prestige ausgeben und so weiter und so weiter. Dann haben wir, einmal zurück, die Diplomatie. Da können wir diplomatisch mit den anderen interagieren. Wir können ihnen Forderungen stellen. Wir können ihnen sagen, wenn du jetzt nicht das machst, was wir dir sagen, dann hauen wir dir eine auf die Fresse. So einfach ist das. Da hau ich aufs Maul, Junge. Ja, das passt natürlich zu dem Beelzebub ganz besonders gut. Kostet aber auch wieder eine Aktion. Wir haben den Bazar. An den kaufen wir uns Einheiten. Wir kaufen uns hier Legionen. Wie die 10.000 schreienden Bastarde. Hä? Rangers Community! Ha! Ach, ist das gar nicht mehr, das Wortduell von gestern von Rustalot? Dann war das natürlich ein Scherz. Die eisernen Jungfrauen oder die Höllenbrut. Ich finde die Artworks übrigens wunderschön. Ich finde die wunderschön, die Artworks. Frag mich nicht, warum es ist. Eigentlich ist es nur stilistisch angehaucht, aber irgendwie passt das so gut. Wir sind 10.000? Ja, das wäre schön, wenn ihr 10.000 wärt. 13.009. Ja, stimmt. Nee, 13.011 mittlerweile, Hounskull. So, dann haben wir hier Prätoren. Prätoren sind besondere Helden, die wir nutzen können, die unsere Armee stärken können in bestimmten Bereichen. Was die machen, sehen wir mit diesen Ereignissen darüber. Das sind keine Karten. Nur bevor ihr jetzt der Erste sagt, boah, ne, Karten, da bin ich raus. Das ist, sieht nur viereckig aus. Ihr braucht keinen Schaum vor dem Mund bekommen. Das ist keine Karte, die ihr hier mitspielt. Das ist einfach, ne, so. Artefakte. Können wir uns auch noch Artefakte dann hinterher kaufen? Und Manuskripte, mit denen können wir noch ein paar Sachen dann hinterher verbessern. Wollt gerade Schaum vor den Mund bekommen. Tacho, Mr. Urlauber, ich grüße dich. Tut mir leid, dass ich nicht mehr bin. Ja, musst du auch. Spielt Ranger jetzt Kart? Und wir haben die Ritualkammer. In der können wir, na, Essen machen. Da können wir kochen drin. Ah nee, da können wir Rituale machen. Ja, das ist der sogenannte Ritualienmarkt. Das ist der sogenannte Ritualienmarkt. Okay, damit haben wir jetzt alles gemacht, was ich selber weiß. Nee, wir werden uns ein bisschen uns selber ins Spiel auch reinfummeln, weil ein Übungsszenario, um das selber zu kennenzulernen, oder das Spiel kennenzulernen, ist akzeptabel. Es ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Und ich würde jetzt gerne mit euch aber hier mal eine Partie drin beschreiten, nachdem wir uns den Anfang mal angeguckt haben. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen Felder einnehmen. Je mehr Felder wir einnehmen, desto mehr färben wir hiervon ein. Die Felder erweitern sich nicht automatisch, sondern Felder erweitern sich nur, wenn wir unsere Armee bewegen. Das machen wir hier drüber über den Marschbefehl. Da können wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir werden uns jetzt hier runter begeben, können die zwei Felder weit bewegen und damit haben die den ersten Auftrag bekommen. Die Brut von Beelzebub, die läuft jetzt hier runter. Die hat auch Eigenschaften. Die ist zum Beispiel, kann nicht durch Rituale umgewandelt werden und wenn sie zerstört wird, formiert sich diese Legion nach einer Anzahl von Zügen neu, mit dem Doppel, die dem Doppelten ihrer Stufe entspricht.
Okay, also doppelt so viele Züge brauchen die, um neu zu sein, wie unsere Stufe ist, in dem Fall 2. Einheiten können natürlich aufleveln. Bei noch 2 Siege-Siege. Bei Siege-Siege, die sind noch krasser als normale Siege. Valimar, moin, grüß dich. Diese Fernkampf, diese Kampfphasen, diese 3 Punkte sind hinterher sehr wichtig, wenn wir gegeneinander kämpfen. Jedes Feld, das wir bewegt haben und das wir durchkreuzt haben, das gehört dann zu uns. Da kann der Gegner nicht mehr durch, außer er erklärt uns den Krieg. Wir können damit also jemanden am Anfang schon mal relativ gut rausnehmen. Die Karte, lasst euch übrigens nicht verwirren. Die Karte, wenn ihr jetzt hier nach links geht, seid ihr direkt wieder am Anfang. Seht ihr? Das ist ein bisschen darauf ausgelegt, die Hölle ist unendlich. Die Hölle ist unendlich, undurchdringlich, nicht sichtbar. Und hier könnt ihr dann quasi immer wieder schnell zum Anfang zurückkommen, obwohl ihr euch genauso auch erweitern könnt und nie das Ende seht. Finde ich eine sehr coole Idee, die sie hier mitgemacht haben, die dann auch erklärt wird. Ne? Was waren das für Artefakte? Nee, da sind wir bei Ritualen, beim Bazar, die Artefakte. Die Artefakte, die können wir nutzen, um zum Beispiel eine Einheit aufzubessern. Zum Beispiel das Schwert des gebrochenen Eides können wir nutzen, damit wir in der Nahkampfphase +3 Nahkampf dazu bekommen. Oder der zugefügte Nahkampfschaden schickt gegnerische Anhänge in das Gewölbe ihres Besitzers zurück. Diese Sachen sind dann einfach für den Kampf. Die Kosten darunter seht ihr hier. Okay. Damit haben wir jetzt als erstes unsere Armee bewegt und haben die schon mal hier rüberlaufen lassen. Jetzt können wir uns aussuchen, was machen wir jetzt? Wir wollen eroberisch unterwegs sein, Erobererrand. Deswegen werden wir mal beim Bazar vorbeischauen und gucken uns... Okay, jetzt habe ich aber nicht den Bazar gewählt. Den hier. Und gucken uns den Bazar an und die Legion an. Wie teuer sind die denn? Ich hätte ja gerne die hier. Dafür bräuchten wir aber doppelt so viele Essenzen. Die haben wir überhaupt nicht. Das heißt, wir könnten uns die hier auch nicht holen. Wir können uns die hier holen. Die hier könnten wir uns holen. Die sind aber furchtbar schlecht. Die sind nur im Nahkampf gut. Oder wir holen uns einfach von vornherein einen Prätoren. Und könnten uns zum Beispiel den hier holen. Nee, können uns gar keiner von holen. Naja, dann lassen wir das erstmal. Dann werden wir vielleicht erstmal ein bisschen Tribut suchen gehen. Gucken wir nochmal beim Heiligtum. Ob wir hier vielleicht irgendwelche Aufträge schon mal durchführen wollen. Das dauert dann einen Zug. Und dann würde der Auftrag sich uns offenbaren. Nee, wisst ihr was? Ich breche den Auftrag ab. Ihr könnt alle Aufträge nochmal abbrechen, wenn ihr möchtet. Umstrukturierung des Papierkrams können wir noch machen. Da müssen wir dann selber unsere Ressourcen reinpacken. Aber ich will jetzt am Anfang noch nicht zu viele andere einzelne Sachen machen. Wir holen uns erstmal Tribut suchen. So, das haben wir gemacht. Jetzt machen wir unsere Züge. Wenn wir unsere Runde beenden, dann beginnt immer derjenige, der gerade der Herrscher der jeweiligen Runde ist. Das erkennt ihr hier oben dran, an diesem kleinen goldenen Kreis, nenne ich ihn mal. Und dann wird der Reihe rumgegeben, bis er wieder vorne ist. Und von diesem aus bewegt sich immer jeder nacheinander. Also zuerst wir, dann der, dann der, dann der. Wenn jetzt als nächstes dann auf einmal Belial diesen Kranz hat, dann Belial, dann der und wir dann zum Schluss in der nächsten Runde. Also ein bisschen wie bei Dune Imperium, falls ihr es verfolgt habt bei uns. Captain Ventress, einen wunderschönen guten Tag und gute Besserung auf jeden Fall. Und German Wall Mahlzeit auch an dich. Der heißt Astaroth. Wenn das Gegenüber beim Aussprechen keine Spucke im Gesicht hat, war es falsch. Ah, okay, Astaroth. Okay, ja. Dann können wir schon mal eine Runde weitermachen und jetzt seht ihr, wie sich dann unsere Legion hier durchschnitzeln und brandschatzen werden. Und jetzt seht ihr auch, wie alle nach und nach dann ihre Einheiten bewegen. Das ist wichtig zu wissen, denn die Einheit, die oder der Herrscher, der vorher dran ist, wird natürlich zuerst angreifen können in bestimmten Situationen. Merkt euch das. Merkt euch das, ne? Denkt erstmal die Cam trocken wischen. Ja, verwandelt ein noch eins. Heli, grüß dich. Wie ist das Game? Wir haben jetzt gerade erst angefangen. Wir haben jetzt gerade erst angefangen und gucken mal gemeinsam rein. Jetzt ist zum Beispiel Belial dran in der Thronprüfung. Die Luft da unten muss wohl sehr bekömmlich sein. Ja, sicher. Jetzt haben wir Tribut eingesammelt. Wo ist er hier hingegangen? Ach, er ist runtergegangen. Na gut, dann können wir uns die hier sichern. Wir wollen, so schnell es geht, diese Punkte für uns erobern. Das sind nämlich sogenannte, wie heißen sie denn nochmal? Orte von wichtigen Ereignissen. Sagen wir es mal so, Orte von wichtigen Ereignissen, die wir uns schnappen möchten, die wir für uns holen möchten, die uns Prestige geben hinterher. Bevor wir das tun, gehen wir erstmal auf Tribut wählen.
Wir haben jetzt Tribut wählen genommen und wir können dort zwischen zwei verschiedenen Sachen auswählen. Wir nehmen einmal die beiden Tropfen und wir nehmen einmal die vier Flammen, die zwei Flammen. Höllenfeuer. So. Wenn wir das gemacht haben, sehen wir Auktion beendet. Prätor Furfur. Der wurde jetzt in der Auktion versteigert. Denn wenn wir auf den Prätoren setzen, dann ist der nicht automatisch unser, sondern alle in der Runde dürfen auf den bieten. Ist also ein Bazar, ein Auktionshaus, ne? So. Wollen wir uns da jemanden holen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Lass uns mal gucken. Etwas, was wir gerne machen wollen würden in der Runde, wäre natürlich, dass wir mit der Brut hier drauf gehen, die Brut vom Beelzebub, und diese Runde für uns, oder diese Region dann für uns holen. Das Problem bei der Fässer der Qualen ist, ihr seht unten die Stärke von denen. Wir müssen zwei Runden gegen die gewinnen und diejenigen, die zwei Runden gewonnen haben, die übernehmen dann oder die gewinnen dann halt. Und wir sind nur in der Fernkampfphase stärker. In der Nahkampfphase, also erst geht die Fernkampfphase, dann in der zweiten Phase beginnt der Nahkampf, in der dritten Phase das Höllische, also Zauberei. Und wir haben nichts davon, worin wir besonders gut sind. Jetzt müssen wir uns am besten einen Prätoren holen. Jemanden, mit dem wir hier ein bisschen besser agieren können. Und anbieten würde sich natürlich dann Raum, weil die nämlich günstig ist. Die würde uns Höllisch plus 3 geben in der höllischen Phase und Nahkampf plus 1 in der Phase des Kampfes. Dann keine besonderen Effekte, nur Schaden. Wilder Ausfallschritt im Duellzug und Siegel der Ablehnung. Die Technik des Gegners wird aufgehoben und hat keine Wirkung. Lasst uns die Dame mal holen. Wir werden jetzt mal ein Gebot abgeben und müssen dann jetzt anfangen, unsere Münzen an den zu verschachern. Rumsiram, wunderschönen guten Tag. Da sehen wir oben, was der benötigt. 3 davon und 4 von denen von der Flüssigkeit. Jetzt ist es so, wenn wir nicht passend setzen, kriegen wir kein Wechselgeld. Ja? Also müssen wir das hier machen. 3. Oder wir setzen ein bisschen mehr. Wisst ihr was? Wir setzen mehr und wir bezahlen das. So. Erstellter Auftrag. Jetzt hoffen wir, dass das dann ausreichend ist. Der erstellte Auftrag, der ist dann auch hier unten direkt. Das heißt, dass die Auktion kostet auch eine Aktion in dem Fall. Und dann werden wir uns mit der Einheit weiter hier entlang bewegen. Damit wir noch mehr Felder einmarkieren können und einmal hier so eine gerade Linie runterziehen und der nicht einfach hier rüber laufen kann. Dann haben wir wieder alles gemacht und können dann weiter eine Runde weitergehen. Sturmrüppelein, wunderschönen guten Tag. War gestern sehr lustig, das freut mich. Ich frage mich nur, was ist das Ziel bei Rustalot? Es gibt kein Ziel. Das ist Rollenspiel. Das ist wie ein Improvisationstheater. Da gibt es auch kein Ziel. Was ist denn die offizielle Währung in der Hölle? Seelen? Lavagestein? Marmorstein und Eisenbricht? Also es gilt quasi bei Rustalot, je besser der Roleplayer ist, desto eher kann er sich Ziele festsetzen und diese dann einfach frei verfolgen, wie er möchte. Das Ziel von Rangerius ist zum Beispiel immer dasselbe, wie es in Paradox-Spielen ist, in Crusader Kings zum Beispiel. Immer die Weltherrschaft an sich zu reißen. So, zwischendrin kommen dann solche Ereignisse rein, wie jetzt hier. Katastrophaler Spionageausfall. In letzter Zeit wurden so viele Spione bekehrt, vernichtet oder rituell entsorgt, dass das Sammeln von Informationen unmöglich geworden ist. Das Prestige aller Erzfeinde wird für 5 Züge versteckt. Das bedeutet, Erzfeinde sind unsere Gegner. Wir wissen jetzt also nicht, wie viel Prestige unsere Gegner haben. Können wir jetzt gerade bei denen nicht sehen. Ist einfach unbekannt für uns. Also da muss man dann auch vorbereitet sein. Alles klar. Wir bleiben mal weiter dabei. Sind wir grün? Nee, wir sind nicht grün. Wir sind hier so ein komisches Gelb. Wir bleiben mal dabei, den jetzt hier abzuschneiden, indem wir hier hochgehen. Wir sind auch vor dem dran. Das ist gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ihn hier so abschneiden können, dass er hier nicht rüberkommt. Weil hier oben kann er nicht entlang und hier kann er nicht entlang. Und er kann nur in unser Territorium rein, wenn er uns den Krieg erklärt. Also haben wir ihn damit einmal weggenommen. Die hier sind tatsächlich in zwei Bereichen besser. Das ist doof für uns. Wir haben eine Auktion gewonnen. Das heißt, wir können auch hier einmal unsere Heldin dazu packen, unseren Prätoren dazu packen. Das machen wir, indem wir die auswählen und dann einfach hier zur Legion hinzufügen, auf das Plus gehen und sagen, wir wollen den Prätoren übertragen. Wir haben nur einen Prätoren, nämlich Raum.
fügen wir hinzu. Und damit haben wir automatisch mehr Raum in den jeweiligen Kampfkünsten, die wir hier an den Tag legen können. Damit sind die, glaube ich, immer noch stärker. Ne, damit sind die gleich in einer Kategorie. Haben die auch einen? Hoppala. Haben die auch einen Helden? Ne, die haben keinen. Na gut, na gut. Wir haben uns wieder bewegt. Wir wollen dann mal gleich schauen. Schalte einen zusätzlichen Auftragsplatz frei, indem du eine Macht auf Stufe 4 steigerst. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen, dass wir unsere Macht mal ein bisschen steigern, damit wir mehr Aktion pro Runde haben. Baron, grüß dich, hallo. Auch wenn es nur ein Gewitter ist. Es gibt auch Musik, die kann ich jetzt gleich mal ein bisschen lauter machen. Es kann sein, dass ihr die vielleicht gar nicht so wahrnehmt. Das hört sich nämlich fast so an, die Musik hier drin hört sich so an wie Ambiente, sage ich mal. Mike, hi. Den haben wir damit rausgenommen. Und er ist dann jetzt immer nach mir dran, außer er bekommt halt diesen Kreis. Da haben wir jetzt unseren Helden hinzugefügt, den Prätoren. Das hier sind so neutrale Monster, die sich dann noch hin und her bewegen. Ich meine, ist die Hölle, ne? Und kein Spielplatz. Ah, die haben sich jetzt die billige Legion geholt. Verdammt, seist du! So, Runde 4. Astaroth! Astaroth ist dran. Dann gucken wir mal weiter. Astaroth. Katastrophaler Spionageausfall haben wir schon gesehen. Dann Zuweisung Domain. Raum wurde angehangen an die Brut, das wissen wir auch. Und Auktion beendet. Die Höllenbrut hat er sich gekauft, weil er sonst kein anderer drauf geboten hat. Okay. Die hier würden wir jetzt noch nicht besiegen, weil wir haben 5, 3, 5. Die haben 1, 4, 6. Wir sind also schwächer als dieser Ort hier. Zentrum der guten Laune, grüß dich. Rottmar, servus, hallo. Da kommt man rein und wird direkt angeschnauzt. Verdammt seid ihr. Oh Gott. Snake, Pilz, Blisken, Entschuldigung. Ich nenne dich auch wieder Pilzken, okay? Mein kleines Pilzken. Dann lasst uns mal schauen, was wir sonst noch so machen können. Also, bei Heiligtum. Bei Heiligtum. Könnten wir uns ja... Zählt verdammt seist du in der Hölle eigentlich als Kompliment? Ja, 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 tatsächlich ja. Ein Verwaltungsfehler alludiert alle aktiven Rachefeldzüge, Forderungen und Beleidigungen. Prestigeeinsätze werden zurückgegeben und Abklingzeiten zurückgesetzt. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Wir könnten jetzt noch überlegen, ob wir uns hier einen neuen Plan schmieden wollen. Wir gucken mal bei Mächten rein. Macht, wo war das nochmal? Indem du eine Macht auf Stufe 4 steigerst. Wir sind weit vorne bei Zerstörung. So, wir haben mit dem ersten lehnt die Willenskraft des Ziels und reduziert einen seiner Werte um 2 bis 4. Einfache Zerstörungspläne schaltet den Zugang zu einem einfachen Zerstörungsplan frei, wenn du neue Pläne forderst. Und wir haben Punkt 2. Zerfetzt das Ziel mit einer Explosion aus höllischer Energie, die 3 bis 4 Schaden verursacht. Und 3 bis 5 zufällige Spielmarken im Gewölbe des Ziels verrotten vor diesen Augen. Und das nächste wäre, beschwört eine wilde Abyssalenstreicher im Zielkarton und befördert ihn nach dem Zufallsprinzip auf Stufe 3. Du kannst deine Bewegung nicht kontrollieren. Wir wollen also hier drauf kommen, damit wir die nächstmögliche Aktion, den nächstmöglichen Auftrag freischalten. Das kriegen wir bestimmt hin. Eine Legion holen, wenn es geht. Gucken wir gleich mal, wie teuer die sind. Lord Hämmchen, grüß dich, hallo. Eure diabolischen und allmächtigen Gnadenlosigkeit. Wookie, grüß Gott wäre dann eine Beleidigung. Ja, das stimmt, das stimmt. Zipmeyers Helization. Ich bin angefixt. Stimmt, ja. Aber das Spiel gibt's nicht, ne? Nicht, dass ich mich jetzt auf einmal komplett vertue. Burkhard, wunderschönen guten Tag. Und dann sehen wir hier unseren Rang nochmal. Den haben wir ja schon angeguckt. Wir gucken mal bei Ritualen rein. Vielleicht können wir uns da ja ein bisschen steigern. Du musst dich einem Rachefeldzug mit deinem Gegner befinden oder du musst die Ritualmaskierung aktivieren. Den brauchen wir also nicht. Dann haben wir Entkräftung. Lähmt die Willenskraft des Ziels und reduziert einen seiner Werte um 2 bis 4. Du musst dich in einem Rachefeldzug befinden oder wir könnten den machen. Höllisches Elend. Zerfetzt das Ziel mit einer Explosion aus höllischer Energie. 3 bis 5 Schaden. Strategische Verwirrung verhindert, dass die Ziellegion für den Rest des Zuges bewegt. Oder Höllenschlund, der Sieg im Kampf gewährt dem Besitzer eine Tributmarke. Die Werte der einzelnen Ressourcentypen entsprechen der aufgerundeten Hälfte der Stufe der zerstörten Einheit. Ne, wir nehmen das hier mal. Ne, das hier, Entkräftung.
würde ich gerne mal wählen. Und dann hoffe ich, dass ich das machen kann. Das ist Fässer der Qualen, ne? Fässer der Qualen werden wir auswählen. Zerstörungsritual Stärke. Und Zerstörungsritual Widerstand. Oh ne, ehrlich? Der ist höher im Widerstand? Chaos Lumpi, wunderschönen guten Tag. Und Lego Schipper, moin auch an dich. Hallo. Egal, wir machen es trotzdem. Wir wollen... Ja, was wollen wir denn senken bei denen? Lass mich nochmal gucken. Wir haben mehr Nahkampf. Wir haben mehr Fernkampf. Das heißt, entweder den Nahkampf oder das Höllische. Dann nehmen wir einfach den Nahkampf. Gehen wir also auf Ritual. Dann nutzen wir nochmal das hier. Dann wählen wir den hier aus. Bestätigen und gehen auf Nahkampf. Bestätigen. Jetzt müssen wir einmal den Tribut zahlen. Dafür können wir... Ja, jetzt haben wir natürlich nur sowas. Ah! Egal, wir vollziehen das Ritual trotzdem. Ist jetzt einer unserer erstellten Aufträge. Nusshändel, huhu, grüß dich. Wie viel Ohm hat denn sein Widerstand? Die Antwort ist, ja. Wir gehen hier schon mal wieder ein bisschen zurück, weil hier oben können wir nämlich nirgendwo mehr lang gehen. Dadurch haben wir jetzt alles gemacht. Wobei, nee. Den Auftrag lassen wir doch nochmal abbrechen. Wir machen stattdessen was anderes. Wir holen uns nochmal ein paar Ressourcen rein. Norman, grüß dich, hallo. Über Learning by Doing. Ausrufezeichen Command, dann bekommst du ebenfalls alle Commands, die ihr benutzen könnt, angezeigt. Das funktioniert ja super. Mach mal Ausrufezeichen Commands mit S hinten dran. Okay, mit Commands macht das. Interessant. Okay. So, wir haben das Ritual vollzogen. Das heißt, was ich satte jetzt, ach du Scheiße, dein Reifen verloren. Ein unterweltliches Huhu an alle und ich verschwinde direkt in den Lurk. Elan, viel Spaß im Lurk. Ich grüße dich, hallo. Willkommen. Der Tod nimmt Urlaub. Das Tor der Hölle hat sich versiegelt. Solange es für 5 Züge geschlossen bleibt, erhalten die Erzfeinde keine Opfergabe. Sie können weder Tribut noch Manuskripte suchen und selbst die verzweifelsten Seelen wandeln ungestraft auf der Erde. Akzeptieren. Das heißt, jetzt ist unsere Option Tribut suchen und Manuskripte suchen ausgeschaltet, weil das momentan einfach deaktiviert ist. Bernholz, einen wunderschönen guten Tag. Und wir wollen die Fässer der Qual jetzt aber besiegen und ihr seht, jetzt haben wir das auf 1 gesenkt, den Nahkampf bei denen. Also sind wir stärker. Wir gucken uns vorher nochmal an, welchen Tribut wir hier wählen können. Ja, das ist ja lustig. Die beiden nehmen wir und du hast laufende Rituale für deren Beibehaltung. Du zahlen musst, überprüfe dein Ritual. Alles klar, ritualistisch. Haben wir das schon gemacht? Ja, das werde ich beibehalten. Soll, kann jetzt weggehen. Das kann jetzt weggehen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr. So, gehen wir einmal zurück. Dann haben wir die Konklave. Wir sind jetzt gerade Herrscher. Wir sind derjenige, der als erstes seinen Zug machen darf. Katastrophale Spionage hält noch an und Entkräftung wurde durchgeführt. Also werden wir jetzt als nächstes hier reinlaufen. Und werden die hier angreifen. Kammerrollen, wunderschönen guten Tag, hallo. Und Algolboa, servus, grüß dich, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Okay, jetzt schauen wir mal als nächstes beim Bazar rein, bei den Legionen. Da wollen wir uns wirklich mal demnächst welche holen. Dafür brauchen wir aber noch viel, viel mehr Ressourcen. Außer wir holen uns die 10.000 schreienden Bastarde. Die Bastarde! Das muss man auch so betonen, wichtig. Ritualtisch, aber ich habe auch erst ritualistisch gelesen. Ach, Ritualtisch! Ja, oh, Ritualtisch. Ach, das ist ja... Das ist ja wild. Naja, wir werden das hier auf jeden Fall beenden, diesen Zug. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir sind Herrscher. Als Herrscher handelst du in diesem Zug zuerst bei der Zugauflösung. Außerdem hast du eine Ereigniskarte gezogen. Entweder nehmen wir Mangel an Tribut, weil wir Herrscher sind. Die Sterblichen sind in dieser Saison nervtötend brav. Die Tributqualität aller Erzfeinde wird für 3 bis 6 Züge um 3 reduziert.
Oder ein Verwaltungsfehler annulliert die alle aktive. Nee, wir nehmen das hier. Mangelattribut werden wir uns auswählen. Okay. So, ja, was machen wir denn jetzt? Nachdem wir dann jetzt hier nichts anderes haben. Was machen wir denn dann jetzt? Wir können kein. Jetzt können wir in der Runde kein Tribut suchen. Jetzt können wir kein Manuskripte spielen. Jetzt können wir am Bazar handeln auch nicht, weil wir dafür nicht genug Ressourcen haben. Wir könnten in den anderen Planschmieden könnten wir machen, ja? Wir könnten Planschmieden. Lass uns das mal machen. Wir schmieden mal einen Plan, jetzt wo wir das gerade haben, die Zeit gerade dafür haben. Ich habe jetzt überlegt, sonst hätten wir noch was Diplomatisches machen können, aber das brauchen wir gerade nicht. Also legen wir los. Wenn wir jetzt, Steuerbert, Hallöchen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann beginnt der Kampf. So, und jetzt seht ihr, wie die hier durch die einzelnen Phasen durchgehen. Den Fernkampf gewinnen wir. Den Nahkampf gewinnen wir auch. Und ihr seht auch, wie die durch alle einzelnen Phasen durchgehen. Jetzt kommt das Höllische. Da verlieren wir, da kriegen wir auch ein paar Lebenspunkte abgezogen. Ja, jetzt haben wir die aber nicht komplett besiegt. Die haben zu viel Leben gehabt. Verflucht seid ihr, ihr Verfluchten! Fast wie Melania. Nee, hier drin sieht es ein bisschen besser aus, weil hier wirklich eine Armee ist. Ja, grüß dich. Hallo. Das sind meine Haustiere. Das sind die privaten Ranger-Dämonen. Wäre es dann nicht gesegnet, seid ihr, ihr Verfluchten? Ja, könnte man machen. So, jetzt haben wir den Schaden zugefügt. Alles, was über dem Wert drüber ist, wird an Schaden zugefügt. Also, wir haben 4 Schaden gemacht und wir haben 2 Schaden gemacht, also 6 Schaden. Die haben 12 Leben, 5 Schaden haben wir nur gemacht. Hä? 4 Schaden? Haben wir doch nur 1 Schaden gemacht mit Nahkampf? Die haben einen Lebenspunkt regeneriert. Okay. Okay. Gibt aber gerade nur 5%. Warte mal, wo du es jetzt gerade sagst. Ich kann dir kurz einen Code geben. Ich habe einen bekommen. Das habe ich jetzt euch gar nicht mitgeteilt. Rabatt, wenn du Age 5 eingibst. Dann kannst du Melania vorbestellen. So. Gerne über meinen Link, dann unterstützt du mich ein bisschen. Musst du aber nicht. Na, aber du kriegst mit Age 5 kriegst du halt 10% Rabatt bei Games Planet dann. Werbung, wenn du es über meinen Link kaufst, sonst hast du halt einfach. Sonst nutzt es halt für dich. So, wir können jetzt einen Plan auswählen. Hier haben wir es jetzt. Gebildete Mörder. Schließ ein Handbuchmanuskript A. Wahrscheinlich. Oder erobere Wald der Selbstmörder. Handbuchmanuskript gibt uns 15 Punkte. Wald der Selbstmörder gibt uns 30 Punkte. Wir können auch den Gedanken verwerfen. Wo ist denn Wald der Selbstmörder? Hier oben. Nee, dann machen wir das hier. Handbuchmanuskript. Und jetzt können wir sagen, was wir machen wollen. Privat erklären, dann würden wir nur 10 Prestige bekommen, aber keiner erfährt davon. Oder öffentlich erklären, bekommen wir mehr Prestige, aber die anderen können es verhindern. Wir erklären das öffentlich. Ich meine, warum sollten die das hier aufhalten, das mit dem Handbuchmanuskript? Schließe ein Handbuchmanuskript ab, dann haben wir katastrophale Spionage noch. Der Toten im Urlaub ist immer noch dran. Pläne sind in Bewegung. Du hast einen Plan begonnen. Umschließe ein Handbuchmanuskript ab. Dann haben wir Ritual beendet. Du hast keine Ressourcen mehr. Ist die Macht geschwunden. Es wird in diesem Zug nicht mehr angewendet. Wo ist oben? Ich habe mich in der Hölle verlaufen.
Jirps, Dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Da ist die Hölle. Wir werden mal... Wobei... Es gibt halt ein Problem, wenn wir jetzt jedes Mal zurücklaufen, ne? Wisst ihr was? Wir machen das mit der stumpfen Taktik. Ich meine, mir ist das Leben der Untertanen doch egal. Wir rennen da einfach wieder rein. Höre nur zu und höre die andauernd katastrophal. Also läuft's gut? Ja, ist ja die Hölle, ne? Zodiac, wunderschönen guten Tag. Hey, Lord Ranger. Und Heiligax, vielen lieben Dank für den verschenkten Sub. Habe die Ehre. Danke dir vielmals, mein Lieber. Und letzten wunderschönen guten Tag auch an dich. Hallo. Okay, jetzt könnten wir immer noch sagen, entweder machen wir jetzt noch einen Plan, könnten wir noch einen Plan schmieden. Wir haben zwei Slots offen. Wir könnten bei Macht investieren. Zeigt die Stufe der schwächsten Macht der Erzfeinde an. Gottlose Symbole. Gottlos grinden. Und gottlos auf Mutter gehen. Ich bin zu viel mit Jugendsprache mittlerweile in Verbindung. Einfach, das kommt automatisch als Content Creator. Man ist viel mehr unterwegs mit jüngeren Personen, deswegen konsumiere ich die auch und daher weiß ich zum Beispiel, gottlos auf Mutter gehen bedeutet so viel wie, ich beleidige jetzt eure Mütter. Typischen eure Mütterwitzen. Witzen. Ne? Es gibt natürlich auch eine andere Betonung. Gottlos auf Mutter gehen. Das ist dann nochmal, das ist dann für Erwachsene ab 18, aber das gucken wir uns jetzt nicht an. So, Halunke, holt vorsichtig 2 bis 4 zufällige, nicht zugewiesene Tributmarken aus dem Gewölbe des Ziels und bringt sie in dein Gewölbe. Das hört sich auch gut an. Aber das könnten wir uns auch leisten. Ich konsumiere, ja, ich bin ja auch in der Hölle, natürlich. Textman, grüß dich, hi. Total Warhammer, ich muss besorgen. Ups, Entschuldigung. Leo Ju, grüß dich. Wir spielen hier Solium Infernum. Das ist ein neues Spiel, letzte Woche rausgekommen. Das ist ein 4X-Spiel, also so wie Civilization. Nur für einen Abend ausgelegt, dass man im Singleplayer oder im Multiplayer spielen kann. Und halt vor allem sich dadurch auszeichnet, eine schöne Mechanik, aber ein schnelles Spielprinzip zu haben. Na, du, grüß dich. Sind die Mächte eigentlich immer gleich oder unterscheiden sich noch von Herrscher zu Herrscher? Wie die Verteilung ist, also die 5 Mächte sind immer gleich, wie die Verteilung davon ist, die unterscheidet sich dann hinterher. Also zum Beispiel starten andere dann mit 2 in Prophezeiung oder 2 in Täuschung. Aber das hier insgesamt ist sonst relativ gleich. Und die unterscheiden sich halt nur mit der Ausgangsbedingung, ne? Ja, oder gehen wir auf Diplomatie und wollen mit jemand anderem reden? Bazaar wollen wir uns nichts holen, würde ich jetzt einfach mal weiterhin sagen. Ich würde mir die 10.000 Bastarde holen, wenn ich hier noch ein bisschen Sekret hätte. Lederstiefel, grüß dich und Heini. Huhu. Manu! Manuskripte mal! Wobei hier, Schwerte... es ist alles schwierig. Lord Jamek, grüß dich. Guten Abend. Nee, Bazaar auch nicht. Ritual vielleicht doch nochmal. Wir gucken nochmal rein. Wenn wir in den Nahkampf sinken. Avari, grüß dich. Freue mich schon auf Rustalot. Freue mich sehr zu hören. No, Rustalot ist zwar ein bisschen spezieller, ein spezielleres Klientel, sage ich mal. Also ist nicht für jeden von euch etwas. Aber ich find's trotzdem unfassbar witzig. Bei den guten Abend und erlebtes Hi-Ho. Auch das Kleingedruckte übersehen, dass Randall unsere Seelen in die Hölle mitgenommen hat? Das wurde euch doch offen gesagt im Schlaf. Geflüstert. Wobei, wollen wir dafür nochmal was ausgeben? Ja komm, desto eher haben wir es eingenommen. So früh aussteigen. Ach guck mal, ihr bekommt gerade bei Steam 15% Rabatt auf Solium Infernum sogar. Für die Lachmuskeln ist Rustalot einfach großartig. Kane, grüß dich, hallo. Super gefallen, freut mich sehr.
Macht das einen Unterschied? Benötigt doch trotzdem zwei Runden. Ja, aber vielleicht hätten wir sonst drei Runden benötigt. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel... Ah, ja. 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 Wobei... Egal, das passt schon. Engel, die Federn rupfen. Nee, nur Sterblichen, die in die Hölle runtergekommen sind. Ich finde auch dieses Spielprinzip einfach so super, dass man halt nacheinander zieht hier drin. Gerrit, wunderschönen guten Tag. Das ist so schön. Hab ich schon gesehen. Ja, ich wusste, dass Ecke da was im plant, aber ich habe das komplett vergessen, als ich da reingegangen bin. Okay, Ritual. Ritualtisch, da werden wir jetzt das hier wieder stoppen. Beenden diesen Zug. Das wollen wir nicht haben. Proklamation des Konzils. Abstimmung über die Politik. Ein kleines Geschenk für die Bourgeoisie oder ein erzwungenes Szenen von den Unberührten. Den Bittsteller nötigen. Erzfeinde mit dem Rang Baron oder Markgraf erhalten jeweils 10 Tributmarken. Oder 10 des zweiten Standes. Erzfeinde mit dem Rang Herzog oder Prinz verlieren jeweils 5 zufällige Tributmarken. Deine Stimme wird gebraucht. Welchen Rang haben wir denn? Baron? Baron. Baronin. Okay, wir wollen das hier. Es wird in 3 Runden öffentlich darüber abgestimmt. Alles klar. Dann werden wir in 3 Runden mal da nochmal drauf achten. Kaffee schwarz wie ein Schwarzgenießer. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Kommen wir mal mit euren Namen durcheinander. Kaffee Schwarzgenießer und Kaffee Schwarz wie die Nacht. Kalix, moin. Die wenigen Spione, die noch entkommen. Immer noch? Wie lange hält das denn an? Das ist ja... Der Tod nimmt Urlaub. Das ist das, was uns hier die ganze Zeit die Ressourcen verweigert. Und Varim, grüß dich. Was macht die Fliege in der Hölle? Das ist der Beelzebub. Die Fliege. Entkräftung haben wir durchgeführt, Pläne in Bewegung und Gefechtsbericht. Das heißt, wir werden jetzt noch einen letzten Angriff durchführen. Dann sollte das auf jeden Fall durch sein. 4 Lebenspunkte haben. Die war schon gut, dass wir das gemacht haben, weil dann sollten die auf jeden Fall down gehen. Kleine Rockhall. Was ist das für ein Viech? Das ist Beelzebub. Hauptfeldwebel Krölz, grüß dich. Gut, wenn man das... Boah, wir hätten so viel Tribut schon holen können in der Zeit, ne? Das kann man sich nicht ausdenken. Wir hätten so viel Tribut holen können. Lass uns mal diplomatisch mit jemandem interagieren. Zum Beispiel mit dem... Guck mal, der ist einfach von hier oben aus runtergelaufen zu uns. Der hat uns jetzt einfach unseren Baum des Kummers genommen. Das ist mein Baum. Das macht mich traurig, dass ihr den Baum einfach wegnimmt. Was sollen wir denn mit dem machen? Reden wir mal mit Lilith. Diplomatie anwenden. Wir können fordern. Fordere Ressourcen von deinem Gegner, damit er deinen Zorn nicht zu spüren bekommt. Wir können diskreditieren, verunglimpfen und verhöhnen deinen Gegner für Prestige. Wir können Krieg erklären oder wir können vorschlagen, zusammenzuarbeiten. Oder Knechtschaft. Prestige-Einsatz 4. Oh, das kostet Prestige. Nee, dann machen wir das doch nicht. Wir wollen kein Prestige dafür ausgeben. Das wollen wir nicht. Dann werden wir einfach nur einen Plan schmieden. So, und gucken uns danach an, was wir da bekommen. Oh, Krieger des Mets, vielen lieben Dank für deinen Sub im 13. Monat. Dank dir vielmals. Sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Lieber Ranger, was ist euer Begehr? Bilanz, wollte ich sagen. Meine Bilanz ist immer positiv. So, jetzt schnappen wir uns die. Fernkampf. Gewonnen. Beendet den Kampf. Das ist gut zu wissen. Das heißt, der Kampf ist beendet, sobald wir die wirklich auf Null runtergebracht haben. Da werden nicht mehr alle Phasen durchgemacht. Aber so wissen wir das jetzt auch. Dadurch haben wir jetzt, dass wir diesen Ort errungen haben, haben wir uns jetzt sehr viel reingeholt. Die versuchen jetzt natürlich auch darüber zu gehen. Wir schauen mal, ob wir die dann... Vielleicht können wir den das abluchsen. Das wäre natürlich cool. Die machen 4 Schaden bei dem... Und bekommen ein.
In der nächsten Runde machen die also nochmal 4 Schaden. Wahrscheinlich will der Grüne genau dasselbe machen. Die, wie die alle da oben rumgeiern. Teleportieren die sich jetzt hier dauerhaft hin und her? Das sind die 10.000 Bastarde. Nee, doch nicht. Doch nicht. Astaroth. Kommen wir da oben hin rechtzeitig? Ripper, wunderschönen guten Abend. Nee. Da kommen wir nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nee, den kriegen wir nicht. Den Baum des Kummers. Außer wir holen uns noch eine Armee. Pläne, was haben wir hier? Befördere eine Legion oder erobere Altar der Abscheulichkeit. Altar der Abscheulichkeit. Der steht, wo steht denn der Altar der Abscheulichkeit? Da oben. Ja, da werden wir auf jeden Fall nicht machen. Also wir werden eine Legion befördern und das werden wir öffentlich erklären, um uns um mehr Prestige zu bekommen. Dann, der Tod nimmt Urlaub, ist immer noch da. Katastrophale Spionage, Pläne sind da und Gefechtsbereitschaft haben wir ebenfalls hergestellt. Das ist ja super. Da ist ja richtig, richtig super, wie das gerade läuft. Aber wir haben ein bisschen Prestige gesammelt, dadurch, dass wir jetzt hier die Fässer der Quälerei bekommen haben. Steigert die Chance, dass Zerstörungsrituale erfolgreich sind. Ginshuren, dankeschön für dein Sub im auf Stufe 3 im 18. Monat. Alter, anderthalb Jahre und dann noch Stufe 3 Sub. Vielen lieben Dank. Wieder da-di-do, da-di-di-do, oh, 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 der Ranger, der geht um, oh, oh, oh. Vielen lieben Dank dafür, sehr, sehr lieb. wenn das keine abwechslungsreiche Map ist, weiß ich auch nicht. Aber die reicht doch aus. Ist halt wie ein Spielbrett. Endlich wieder Ranger, so sieht's aus. Der keine Urlaubsvertretung organisiert? Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ich weiß auch nicht, was da mit dem schon wieder verkehrt gelaufen ist. Jetzt haben wir immer noch diese Aufträge bei uns. Wir kriegen halt keine Ressourcen irgendwo rein. Solange wir keine Ressourcen reinbekommen, die bekommen wir nur über diese Sammeloption. Die Sammeloption wurde uns halt komplett rausgenommen. Wurde uns halt komplett geraubt. Holt vorsichtig 2 bis 4 zufällige nicht zugewiesene Tributmarken aus dem Gewölbe des Ziels und bringt sie in dein Gewölbe. Wisst ihr was? Wir machen das hier wirklich. Wir investieren hier mal. Jetzt haben wir wirklich gar kein Geld mehr. Weil wir nämlich auch so über Durst bezahlen mussten. Ja, egal. Machen wir trotzdem. 00000! Mein Name ist 00 Schneider. Mit der Lizenz zu flöten. Jetzt schnappt doch 100% der Grüne sich das. Das ist doch sinnlos, was die KI da gerade versucht. Bitte, danke. Wofür? Hä? Was tut denn der Grüne dort? Warum nimmt er sich das denn nicht? Ist er denn des Wahnsinns? Wieso? Wieso? Nein! Ah, ich hätte den noch schwächen können. Ja, aber wir haben kein Geld mehr. So, wir sind der Anführer der Konklave. Durch ein Amnestiedekret werden alle exkommunizierten Erzfeinde wieder in das Konklave aufgenommen, solange sie nicht in
Monium befinden. Oder Mangel an Tribut. Nee, wir machen das hier mal. Umfangreich. Das ist doch immer schön. So, grüß dich, hallo. Tod nimmt Urlaub, immer noch. Und Macht verbessert. Täuschung gesteigert auf 2. Ritual, Gewölbe plündern plus 1. Pläne sind in Bewegung und gefechtsbereit haben wir. Das hier haben wir jetzt ausgewählt. Das ist auch in Ordnung für uns. Den bewegen wir dann hier hoch. Aber das Ritual mit den Gewölbe plündern können wir wahrscheinlich nicht nehmen, weil wir dafür nämlich Ressourcen benötigen würden. Die wir natürlich nicht haben. Weil wir das seit 10 Runden... Das ist aber auch direkt in der zweiten Runde losgeht, ne? 40 Runden geht das insgesamt hier, die Partie. Und in der zweiten Runde geht das schon los, weil man keine Ressourcen mehr hier hat. Wir haben ungenutzte Aufträge. Ja, Leute, was soll ich denn machen? Ist hier nichts. Kannst ja nichts machen. Ist alles vorbei. Höllenschlung kostet keiner. Oh. Der Sieg im Kampf gewährt dem Besitzer eine Tributmarke. Die Werte der einzelnen Ressourcentypen entsprechen den abgerundeten Hälfte der Stufe der zerstörten Einheit. Aber ich wollte das hier, die gewöhnt... Ah, ja gut, dann nehmen wir halt das hier rein. Ich meine, mehr nützt uns das ja auch nicht. Was soll schon passieren, ne? Schnappt er sich das. Ah, ey, Mann. Lira, grüß dich, hi. Direkt Krieg erklären und zurückerobern. Ja, wir haben aber keine Ressourcen dafür, ist das Problem. Krieg ist teuer, dafür sollten wir Ressourcen haben. Russell, das war gut. Geht ja weiter, ist ja gestern erst der erste Tag gewesen. Tonanzin, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Was soll schon passieren, ja, ja. Kann man die Ponys fangen? Meinst du diese riesengroßen Viecher? Das weiß ich nicht. Abstimmung über Edikt, da haben wir es doch. So, Erzfeinde mit dem Rang Baron oder Markgraf erhalten jeweils 10 Tributmarken. Das hier wollen wir auf jeden Fall. Voting Power 1, das nehmen wir uns, dafür stimmen wir ab. Dann haben wir eine Nachricht erhalten. Es scheint, als würde ich vor allem von deiner Vernichtung profitieren und deshalb sind wir wohl Erzfeinde. Die Situation kann sich ändern, aber in der Zwischenzeit würde ich dir davon abraten, meine Worte zu trauen. Wow, Belial, der Lord der Lügen. Eine Nachricht. Kind, du kommst mit meinen Visionen nicht vor. Bleib anonym, wenn du willst. Beobachte das Schicksal aus dem Hintergrund oder schließe dich mir der Vernichtung von Belial an. Belial kommt in meinen Visionen häufig vor. Okay. Und der Tod nimmt Urlaub. Den haben wir auch. Höllenschlund, ja, ein Tributopfergabe. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen Ressourcen erhalten. Nächste Opfergabe erhältst du in 5 Zügen. Gegenspieler streiten sich, Erzfeinde zanken sich von der Konklave weiterhin untereinander. Belial hat eine Forderung gegen Lilith erhoben. Lilith. Okay. Tod nimmt Urlaub ist beendet. Das ist sehr gut für uns. Weil dann können wir uns jetzt nämlich hier einmal... Dann können wir uns jetzt hier einmal nochmal mit der Einheit bewegen. Wir werden uns jetzt hier entlang bewegen und wir werden jetzt einmal Tributsuchen wieder durchführen. Nee, halt, wir werden das andersrum machen, weil wir wollen ja die Tributqualität so hoch wie möglich. Also packen wir das auf die 1 und danach werden wir das hier durchführen. Die Reihenfolge ist wichtig, weil natürlich zuerst 1 ausgeführt wird und dann 2. Wenn wir jetzt hier irgendwo hingehen wollen und angreifen wollen, kann natürlich 1 oder 2 dann darüber entscheiden, wie viel Schaden wir machen können. Das wollen wir natürlich auch vermeiden, nicht wahr? Lilibeth. Bloody Moin. Lisbeth. Lisbeth ist auch richtig.
So, Lilililif ist dann. Lilililif, Lilililif, Lilililif. Höllische Beförderung. Dank einer alten Petition, die unter einem Haufen menschlicher Knochen in den Komiteekammern... Nicht zu verwechseln mit der Kommentarsektion, aber ist ungefähr dasselbe wie das höllische Konklav. Naja, des höllischen Konklavs gefunden wurde, hat eine Legion von Lilililif eine hochrangige Beförderung erhalten. Sie marschiert mit neu gewonnener Arroganz. Yeah. Enix, grüß dich, hi. Du hast das VOD von Rustalot von gestern geguckt. Sehr unterhaltsam, danke dafür. Freut mich, heute geht's weiter mit Tag 2. Später werden wir rüberwechseln zu Rustalot und werden dort unseren zweiten Tag erleben. Bin gespannt, was da passieren wird, vor allem, weil Mauritius ja jetzt nicht mehr da ist. Nicht mehr da. Und FKX, vielen lieben Dank für dein Follow. Shadowhunter, moin. Ach, wir sind ja gar nicht grün. Ich verwechsel mich jedes Mal mit den Grünen hier. So, Tributzahl. Tribut erhalten. Und wir werden einmal den und den hier wählen. Dann Gegenspieler streiten sich. Sehr schön. Stimme gezählt. Ah, deswegen haben wir so viel nochmal bekommen. Herrlich. Wo ist Maurice? Heute nicht da. Zu Hause, denke ich mal. Drake, grüß dich. Hast du vor, das neue Age of Wonders DLC Primal anzuzocken? Ja, morgen. Heute ist nämlich Rustalot. Morgen starten wir auch um 16 Uhr. Diese Woche ist eine Ausnahme wegen Rustalot. Ab nächste Woche starten wir wieder regulär ab 17 Uhr. Aber morgen 16 Uhr schauen wir uns 2 Stunden das neue DLC an. Was da Neues drin ist, was da Neues überarbeitet wurde und gucken uns den Spielstand dann einmal genauer an. Das, was im DLC da drin ist. Samstag um 9 Uhr Preview zu Classified France 44. Das kommt nächste Woche erst raus. Nicht übernächste, nächste Woche erst raus. Wir dürfen Samstag aber schon komplett reingucken. Und Sonntag werden wir das Starship Troopers Terran Command DLC anschauen und haben 10 Giveaway Keys dabei. Und am Abend dann immer Rustalot. Dann bringen wir Ritzelwicht um die Ecke. Apropos Ecke, Ecke ist heute leider nicht dabei bei Rustalot. Schade, der ist krankheitsbedingt leider, fällt er leider aus. Nee, seine Rolle ist nicht gestorben. Der ist einfach nur abwesend heute. Moin FKX. Taugt das Spiel was? Habe es jetzt bei ein paar Leuten gesehen. Ich finde es, also ich bin jetzt, wir sind noch in der ersten Stunde. Ich finde es spaßig von seinen Mechaniken her, kurzweilig. Ich würde es mit Northgard oder mit Dune Spice Wars vergleichen, falls du die kennst. Kontra war namend, hallo. Das Geheimnis des nie anwesenden Eckbärts wird also größer. Geht's dir denn wieder besser? Ja, geht so. Ihr hört ja, meine Nase ist immer noch äußerst zu. Naja, steckst du nicht drin, ne? Steckst du nicht drin. Wir gehen jetzt mal zum... Vielleicht Bazar, Krieg, Kampf. Wenn es rot ist, dann können wir uns das kaufen. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen, Hermann Josef. Sieht mir aus wie Civ. Es ist ein Civilization, das sich schnell an einem Abend spielt. Ja. Also es hat die typischen 4X-Elemente von Civilization. Ist aber ein kleinerer Maßstab und spielt sich halt schneller. Ne? Also wir haben jetzt schon ein Viertel der Partie rum, weil wir insgesamt nur 40 Züge in der Partie haben. Und dann ist es darauf ausgelegt, dass wir halt die anderen ausstechen. Ich glaube, im Multiplayer glänzt das vor allem. Muss man ehrlicherweise sagen. So, erwartet, dass die neue Staffel so anfängt? Ja. Schranzproll, Dankeschön für dein Follow. Und Manix, Dankeschön für dein Sub im 3. Monat. Sehr, sehr lieb von dir. Frank, Abend. Ziv ging auch an einem Abend. Der Abend war nur sehr lang. Ja, gut. 1:0 für dich. 1:0 für dich. Gucken wir mal nochmal bei der Macht nach. Bei den Mächten. Ich will ja hier gerne nochmal nach vorne gehen. Wir brauchen dafür 7 Flammen. Die haben wir leider nicht. Die haben wir leider nicht. Wir könnten aber bei Täuschung weitergehen. Ersetzt den Auftrag des Ziellegion durch einen neuen deiner Wahl. Bewirkt nichts, wenn sich die Legion bereits bewegt. Oh, super. Dann machen wir es folgendermaßen.
Und wir werden die doch nochmal bewegen. Es kostet halt einen Punkt, sich da zu bewegen, aber wir werden trotzdem hier rüber gehen, oder? Oder gehen wir doch da unten hin? Ach, das wird doch nicht brennen. I guess. Nee, wisst ihr was? Wir nehmen den Auftrag doch raus. Wir werden einmal Tribut suchen. Und dann werden wir uns mit denen hier, mit der Einheit, werden wir uns hier runter bewegen. Ene Hete Berete. Und sparen uns noch mehr Geld an. Wir können jetzt nochmal gucken, wie viel die anderen haben. 28, 38, 30. Wir haben 53. Wir sind die mit den höchsten Machtpunkten. Der Zumpfling Pete, grüß dich. Ja, ist oben im Chat angepinnt. Für 15% bekommst du es gerade, Solium Infernum. Okay, wir sind Zweiter in dem Zug. Das macht nix. Stop it! Tribut wählen. Wir schauen mal nach, was wir da so haben. Da nehmen wir uns die... Nee, halt. Wir brauchen Feuer. Und Feuer kriegen wir nicht. Nee, oder? Wir haben kein Feuer bekommen. Einer hat ordentlich eingekauft, einer hat sich einen Helden geholt und einer hat sich das Artefakt Schwert des gebrochenen Eides geholt. Also gehen wir mal als nächstes mit denen hier rüber. Schnappen uns noch mehr. Höchstmachtpunkte, Unlimited Power! Unser Dommer Ossi, moin! Ziff-ähnlich oder was geht hier ab? Höllischer Start in die Woche anscheinend. Ein höllischer Start. Wie immer, montags ist immer die Hölle. Red 16, moin. Ja, also, also es sieht aus wie Civilization, ja, aber ich würde es trotzdem eher mit Northgard oder mit Dune Spice Wars ist es, glaube ich, eher. Dune Spice Wars ist nämlich auch ein Civilization-like, also ein 4X-like, nur in Echtzeit, in pausierbarer Echtzeit. Sonst sind da dieselben Ansprüche, ne, also Explore, Expand, Exploit, Exterminate, Auskundschaften, Ausbreiten, Ausbeuten, Auslöschen. Und das haben wir hier drin auch, nur dass es hier drin Rundentaktik ist. Also es fokussiert sich wirklich darauf, dass man hier ein kompetitives Spiel gegeneinander hat. Darum geht es auch im Kern. Und ich finde das Setting halt sehr interessant. Und ich würde das hier echt gerne, also ich würde Ecke da in dem Fall zustimmen, der hat das zu mir gesagt, dass ich Ecke zustimmen muss. Um Gottes Willen. Wenn Strategiehamster noch da ist, du sagst ihm das bitte nicht, ja? Auf jeden Fall, das hier könnte man wirklich mal gut im Multiplayer spielen. Es ist so teuer. Stuka, dankeschön für dein Follow. Aber hier würden wir schneller hochgehen, ne? Man muss nur irgendwie die Option sich im Hinterkopf behalten. Das können wir so lassen. Es macht halt vor allem Spaß, im Multiplayer dann den anderen hier die Ressourcen verrotten zu lassen und weiß ich nicht was alles. Das ist halt schon was Besonderes. Gib 30 Prestige aus, um deinen Höllenrang von Baronin auf Marquis zu ersteigern. Durch die Verbesserung deines Rangs erhältst du mehr Marken aus dem Aktion Tribut suchen und Tribut fordern. Du kannst mächtigere diplomatische Aktionen freischalten und hast mehr Stimmrecht bei Edikten. Dann lass uns das hier machen. Wir geben die 30 aus. Das haben die anderen anscheinend auch gemacht. Deswegen sind wir da so weit vorne. Außer Lilith. Die hat ja nochmal ordentlich gesammelt. Und dann werden wir versuchen, als nächstes den Tempel der Lust zu bekommen. Dann werden wir uns den stattdessen erobern. Haben dann aber einen höheren Rang, der uns ein paar mehr Sachen bringt. Ein paar mehr Vorteile bringt. Okay. Wir werden trotzdem die Bewegung... wir nehmen die Bewegung raus. Und wir werden dann Tribute mit reinnehmen. Aber vorher wird das hier erhöht. Und danach bekommen wir mehr Tribute raus. Tempel der Lust, das klingt wie ein... Wie ein Puff! Ja, sicher, das ist der Kiez.
Meinst du wohl das Anwesen der Weberlichingens? Epic Goldness, Dankeschön für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Nicht, dass das untergeht. Sehr, sehr lieb von dir. Letzten Servus. Der kann ja ewig da angreifen, wenn er nur 3 Schaden macht und jedes Mal 1 Schaden bekommt. Weiß ich nicht, ob das so ein... Ob der Wald der Selbstmörder... Auch die Namen. Wald der Selbstmörder. Oh, die haben Krieg gegeneinander. Oh. Alter. Gehör bei den Mächten. Sind wir bei. Sind wir bei. Wir brauchen nur ein paar mehr Ressourcen. Deswegen konnten wir das noch nicht machen. Das können wir jetzt in dieser Runde erst machen. Und weißt du, wie man mehr Platz bei den Ritualen bekommt? Das sollte dabei stehen. Gucken wir gleich mal. Stille und Schweigen. Die Ströme, die Skulptur, die Steine der Hölle bewegen sich und flüstern. Aber sie sind nicht unendlich. Viel beunruhigender, wenn sie verstummen. Für 3 Züge bringen Orte der Macht und Festungen kein Prestige. Ja, super. Und wir wollen den Ort der Macht in dem Moment erobern. Schön, dass wir jetzt gerade Prestige ausgegeben haben. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist gegen uns. Örzen, hi, moin. Lass uns mal schauen. Ah, das steht jetzt in dem Fall da nicht bei. Nee, dann weiß ich leider nicht. Bis gleich, der Zumpfling. Bis gleich. Noch ein Grund, warum ich es haben will. Das Pony kann ja sogar was. So, wir können jetzt ein Tribut wählen. Wir bekommen jetzt aber mehr Tribut. Ah, oh, sehr schön. Jetzt kriegen wir auch endlich eine Flamme dazu. Wir nehmen uns einmal... lasst mich nochmal ganz kurz gucken in die Heiligtum bei den Mächten. Wir brauchen... Geisterfeuer. Und danach nochmal. Geisterfeuer. Also, Geisterfeuer, Geisterfeuer. Wir brauchen Geisterfeuer. Hier haben wir beides drin. Feuer und Geister. So, dann haben wir die gewählt. Dann können wir als nächstes Heiligtum wählen. Wir wollen auf Stufe 4 kommen. Ne? Das heißt, ich packe die Tributzahlung nochmal dahin, auch wenn der sich jetzt nicht bewegen kann. Und wir gehen bei Mächte auf Stufe 3. Wir könnten hier unten auch automatisch auswählen machen. Dann hat er das automatisch schon mal reingepackt. Dann bezahlen wir das. Sehr schön, dann sind wir auf Stufe 3. Und dann können wir einen wilden, abyssalen Streicher im Zielkarton beschwören und befördern ihn. Kann seine Bewegung nicht kontrollieren. Das heißt, wir können... Das ist, glaube ich, dieses Pferd, ne? Dieses Pony, wie ihr es nennt. Ja, Abyss-Streicher. Oh, wir können noch eine Ereigniskarte wählen. Ein neuer Favorit... Lilith hat Beelzebub als Favorit des Konklavs abgelöst. Möge ihre Gunst unbeständig bleiben. Entschuldigung? Du bist der Herrscher? Roter Regen prasselt herab und reduziert die Bewegung einer Legion für 3 bis 6 Züge auf 1. Und dann haben wir nochmal Erlass der Aufhebung. Durch ein Amnestiedekret werden alle exkommunizierten Erzfeinde... Ne, wir machen das hier dann mal. Nehmen wir uns das mal hier raus. So. Rang gesteigert. Du hast das Konklav erfolgreich um eine Verbesserung deines Ansehens unter deinesgleichen gebeten. Du sollst nun als Beelzebub Marquis der Hölle bekannt sein. Du erhältst mehr Spielmarken, wenn du Tribut forderst. Du erhältst plus eine Stimmkarte für Edikte und deine diplomatischen Aktionen sind stärker und du hast mehr Möglichkeiten, wenn du Rachefeldzugbedingungen setzt. Sehr schön. Und der Gefechtsbericht. Ja, alles klar. Gehen wir mal eine Runde weiter. Ey, das geht mir so auf den Drops, dass dieser Bot es nicht hinbekommt, die vernünftig auszugleichen, ne? Dass da immer diese Wall of Text kommt, das war vorher doch nicht. Das geht mir so auf den Keks. Ey. Es kommt zwar selten vor, aber trotzdem nervt mich das einfach, wenn ich die Timer umstelle und die es nicht hinbekomme. Eine Fressmeile haben wir auch, ja.
Hör ich gleich zu Ronny Schäfer, dem Kranfahrer. Da muss er direkt den Kranplatz verdichten, damit das einmal hier klar ist. So, jetzt können wir wieder unser Tribut wählen. Und beim Essen muss ja auch was getrunken werden, ja. Ja, klar. Ne? Kann man gleichzeitig direkt machen. Kann man direkt gleichzeitig machen. So, wir wählen uns die beiden. Auch wenn wir hier zwei bekommen würden, hier haben wir Feuer mit bei. Wir brauchen 15 Feuer. Ja, warum sollte ich den hier auswählen, wenn wir da auch einen haben? So, 15 Feuer. Okay, wir können uns alle drei ja auswählen. Wir haben jetzt Waffenstillstandserklärung im Auftrag des Konklaves von Pendemonium. In Übereinstimmung mit den Höllengesetzen und dem Diktat. Alle Stifte rausholen, wir schreiben ein Diktat. Bitte einmal Stifte rausholen, dankeschön. So, und dem Diktat der Erzfeinde sende ich Botschafter aus, um einen Waffenstillstand zwischen unseren großen Häusern vorzuschlagen. Mit Geschenk, um eure Gunsten zu erlangen. Dieser vorübergehende Waffenstillstand soll bis zum Ablauf dieses Vertrags gelten. Muss aufs Klo, Herr Ranger. Wie schreibt man das? Oh nein, bitte kein Diktat. Diktat war wirklich schon, das war Endgegner. Geht auch roter Kugelschreiber? Nein, es geht auch kein Bleistift. Akzeptieren und Waffenstillstand schließen. Wir können nur das Geschenk ablehnen. Du nimmst das Geschenk, du und Lilith schließen einen Waffenstillstand von 3 Zügen. Erzfeinde im Waffenstillstand können keine diplomatischen Handlungen gegeneinander ausführen. Der Prestigeansatz wird an Lilith zurückgegeben. Okay, machen wir. Die Clips von gestern sind ja großartig. Ich habe die mal ein bisschen gefiltert, ich habe mal doppelte gelöscht und ähnliches. Damit wir da ein Stück vorankommen. Stille und Schweigen. Trotz der verzweifelten Anflehung weinender Untertanen bleiben Ort und der Macht und Festung stumm und bringen kein Prestige. Macht verbessern. Sehr schön. Gefechtsbericht und Auktion beendet. So, dann wollen wir mal gucken. Nochmal in den Bazar reingehen. Wir wollen kein Feuer ausgeben und wir wollen keine Seelen ausgeben. Wir brauchen aber Seelen. Wir brauchen Feuer. Wir brauchen einfach alles. Alles brauchen wir. Die hier, die Illuminatus, die die Welt beherrschen. Pff, 7, 4, 8, 9. Die hätte ich schon gerne. Die hätte ich schon gerne. 7, 4, 8, 9. Ranger will sich heute bräuen. Manchmal macht das auch morgen früh. So, dann bewegen wir den jetzt langsam hier rüber. Wenn wir uns mal vorwärts bewegen. Jede Runde ein bisschen Prestige mitnehmen. Jede Runde ein paar Ressourcen mitnehmen. Ne? Wir brauchen nämlich jetzt Prestige. Wir brauchen jetzt Prestige. Sonst wird das hier nichts mehr. Was machen die denn da? Die kämpfen sich doch ewig tot da dran. Vielleicht sind das auch die ewig Toten. Das Blut Astaroth. Ich glaube, während die Kämpfe machen wir mal Fenster auf. Also in dem Spiel wird gesagt, dass die Konklave vorschreibt, dass die dritte Phase immer die Phase der Magie ist. Ne? Also wenn dann das Gesetz, das Gericht der Hölle das vorschreibt und die haben keine Magie, was machen die denn dann? Die Konklave sagt, wir sollen jetzt zaubern. Wir haben keine Zauberer. Wir auch nicht. Dann stehen wir uns jetzt gegenüber und gucken uns energisch an. Taugt das Spiel für Singleplayer oder tendiert das eher Richtung Multiplayer? Meine ganz ehrliche Meinung ist, tendiert mehr Richtung Multiplayer. Es macht Spaß, aber ich denke, ihr müsst dafür einen kompetitiven Gedanken haben. Dann könntet ihr ein, zwei Runden damit Spaß haben. Vielleicht auch sogar ein paar Runden mehr. Aber es tendiert eher Richtung Multiplayer, würde ich sagen. Ja. Salzig, Hallöchen. Der kann ewig kämpfen, weil er den Damage, den er bekommt, heilt. Ja, diese eine Runde, ne? Ja. Wir bekommen nicht diese verdammte Höllenfeuer. Deine Legionen werden müde, meine nicht. Dennoch war dies ein würdiges Scharmützel und ich danke dir. Entschuldige mich jetzt, während ich Lilith das Leben aus dem Leib prügle.
So, Stille und Schweigen ist noch. Antwort ausgeliefert. Gegnerrang gesteigert. Okay. Wir sehen also auch, wenn der Gegner einen Rang steigert. Das ist gut zu wissen. Wenn der Gegner einen Rangerius steigert. Mit Sven HD, Dankeschön für dein Follow. Wir sehen also auch, wenn der Gegner steigert. Ranger braucht Prestige. Haben die in der Hölle kein Internet? Andererseits ist es in der Hölle, also besteht Twitch bei denen wahrscheinlich nur aus dem Chat. Der Twitch-Chat ist gar nicht so schlimm. YouTube-Kommentarsektion. Für die es jetzt gerade auf YouTube schauen, ne? Gerne mal reinschreiben, aber die YouTube-Kommentarsektion, das ist die Hölle für Content-Creator. Manchmal weiß man nicht, was schlimmer ist. Twitter oder die YouTube-Kommentarsektion. Das ist immer ein Hin und Her. Ja, wir bleiben dabei, das hier wieder abzulehnen und ich werde hier weiterhin darauf gehen, dass wir jetzt erstmal die Ressourcen sammeln, Tribut sammeln. Und danach werden wir den jetzt erst bewegen, damit wir am Anfang immer das meiste rausholen. Wir brauchen jetzt Feuer. Wir brauchen jetzt Feuer unterm Hintern. Yogi, moin. Crimson Chaos, wunderschönen guten Tag. Nimm doch den Puff und das Restaurant ein, dann hast du bestimmt Einkommen. Die Hölle ist, die YouTube-Kommentarsektion moderieren müssen. Das mache ich, tatsächlich mache ich das alleine. Keiner der Mods ist da irgendwie drin involviert. Es gibt auf YouTube keine separaten Moderatoren. Das mache alles ich. Ich gucke mir jeden einzelnen Kommentar an, wenn sie wieder schreiben, du dicker, hässlicher Junge, hör auf zu reden. Grob übertrieben gesagt. Alles Chefsache. Ich frage mich, wenn die Riesenpferde wirklich diesen Instant-Kill haben. Erträgst du das nüchtern? Boah, bei uns ist das eigentlich relativ gesittet. Also es gibt sehr wilde Kommentare teilweise darunter. Einer hat gesagt, ich soll beim Gameplay bitte nicht reden. Was ich dann auch sehr interessant fand. Aber ja, also es gibt interessante Wege. Wir nehmen den, den und wir nehmen den. So. Jetzt haben wir aber immer noch nicht genug. Hast dich gut erholt von 12 Stunden Stream? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe mich überhaupt nicht erholt vom 12 Stunden Stream. Ich bin ein bisschen gerädert, aber ist gar kein Problem. Morgen noch und Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich ja bei mir wieder frei. Da werde ich maximal offstream bei Rustalot reingucken. Tut mir leid für euch. Ich nehme das vielleicht dann für YouTube auf. Das werden die Cutter hinterher zusammenschneiden, aber es geht nicht anders. Den ganzen Tag über einen Dauerbetrieb und dann direkt rüber in den Stream ist halt... Und dann performen. Ja. Ne. Aber ich denke, wie gesagt, ne, ich bin weiterhin der Meinung, ich denke... Bei Maurice ist es, glaube ich, so ähnlich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Die Leute, die bei Maurice schauen, können das gerne da mal in den Chat schreiben. Aber ich denke, dass Rustalot als RP-Projekt sowieso nur einen kleinen Teil unserer Communities anspricht. Einen großen, energischen Teil. Ich weiß, dass viele Leute im Chat das sehr gerne mögen. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen wird das eher einen kleinen Teil der Communities ansprechen. Was ich auch verstehen kann, weil es halt schon eine spezielle Art von Entertainment ist. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Und wenn ich mich trotzdem darüber freue, wenn jeder Einzelne dann da ist. So. Stummes Gameplay bringt doch nicht. Gerade ein Gespräch sind das alles in der Suppe. Ja, also auch einfach das zu erklären, ne? Wozu gibt es denn die Stummfunktion? Bei mir wird auf YouTube sehr schnell geshadowbanned. Sehr schnell. Ich diskutiere auf YouTube tatsächlich gar nicht. In Twitch kann man das halt besser, weil wir halt da direkt in Live-Interaktion miteinander sind. Aber auf YouTube wird auch gebannt, wenn ich denke, die Meinung ist Käse. Und bevor hier einer reinschreibt, Meinungsfreiheit. Ich bin Ranger, hier gibt es die gelenkte Demokratie. Dämonkratie sind das, genau. Ich finde keinen Ton, ich könnte kotzen. Es gibt eine Karte, auf der es keinen Ton gibt, soweit ich es mal gehört habe. Maurice ist nur am ersten und letzten Tag da. Ja, genau. Hol dir was zu trinken, Montravan. Warum deine Kommentare immer weg sind. Nee, nee. Deine Kommentare. Gelöscht wird nichts, nur geshadowbanned. Und wenn es geshadowbanned wird, dann siehst du deine Kommentare noch.
Pitt, grüß dich. Der Präsident hat gesprochen. Ich verneige mich. Verneigt euch, Pöbel! Apropos gelenkte Demokratie, hast du vor, mal was einzuschieben im Chor mit wem anders? Meinst du Helldivers 2 mit Maurice? Ja, ich wäre bereit. Also wenn Maurice mal wieder Lust hat auf Helldivers 2, klar, gerne. Aber ich glaube, er ist gerade in Last Epoch drin. Ich hab da wieder Lust. Ich mag Helldivers wirklich sehr, sehr gerne als Spiel. Macht unfassbaren Spaß. Lass uns mal in den Basar gucken. Was du schaust, scheint aber dieses Jahr generell eher nicht so beliebt zu sein, auch bei den anderen Streamern. Sicher? Ich habe das Gefühl, das gucken sich schon gerne viele an. Show, dankeschön für dein Follow. Sehr lieb von dir. Nee, haben wir immer noch nicht. Haben wir immer... Warum nicht? 7? Doch, haben wir doch. Gebot abgeben. Falscher Tribut. Du hast nicht die richtige Kombination von Tributmarken, um die Mindestkosten für diese Transaktion zu erfüllen. Möchtest du konsolidieren? Die Konsolidierung erfordert einen Zug und kostet einen Auftrag. Wie? Ah, ich habe zu wenig. Ich habe zu... Jetzt verstehe ich. Konsolidieren. Ja. Okay, alles klar. Anis, grüß dich. Hi. Ja, auf jeden Fall, Anis. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir müssen halt auch immer daran denken... dass wir da so ein Balancing halten, was den Spaß und den Mehrwert für alle dann angeht. In dem Fall. Wenn man ein Spiel gefunden zu haben, was eventuell zu dir passt, könnte man einen Hinweis hinterlegen. Ja, im Discord. Im Discord gibt es einen Stream-Vorschlag-Kanal. Da lese ich jeden einzelnen Vorschlag. Ich reagiere nicht direkt auf jeden, aber ich lese jeden einzelnen Vorschlag. Wir sind dann dahinter hinterlegt. Trotzdem, ich grüße dich. Hallo. Das Interesse, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Cool. Ja, wir können ja auch die Moderatoren von mir mal hier anfangen mit den YouTube-Sektionen. Dem Memo Moin. Weil Maurice da mehr Kommentare bekommt als ich. Wir werden mal, warte mal, 4, 3, 10. 4, 3, 10. Aber wir sind stärker als die da drüben. Das heißt, wir gehen jetzt da rüber. Ich habe nur Angst vor denen da. So. Und werden dann jetzt mal konsolidieren. Bazaar. Die würde ich mir gerne holen. Gebot abgeben. Konsolidieren. Dann wird das zusammengefasst. Gehen wir einmal raus. Hä? Hat nicht funktioniert? Gebot abgeben. Konsolidieren. Oh, entschuldigt bitte. Da ist mein liebreizendes Näschen ein wenig weggeflogen fast. Sag mal, ruhiger da draußen. Meint ihr, ihr könnt hier mit dem Tatütata die ganze Zeit jetzt hier rumpupen oder was? Jetzt geht's aber los. Da zahlen wir jetzt quasi in Raten. Dann lass uns doch die hier nehmen. Halt, das ist so viel. Nehmen wir den da rein. So. So. Und so. Da müssen wir in der nächsten Runde 3 und 7. Dann machen wir es doch ein bisschen anders. Wir machen das mal so. Boah. Oh, mein Chat hat sich hier pausiert, die sehe ich jetzt gerade. Ich muss mal kurz runterscrollen.
Das wird per Abstimmung hinterher entschieden, Krischitine, was da als nächstes bei der Zeitlosreihe kommt. Ja, Tonatzin, das stimmt natürlich. Pompeifell, grüß dich. Hallo. Hier das Motto, jeder darf seine Meinung haben. Manch einer darf auch gerne seine Meinung für sich behalten. Ja, das ist das Schönste, ne? Das ist das Schönste. Brauchen wir Feuer nicht für den Rang 4? Ja, wir brauchen alles für den Rang 4, aber ich hätte gerne eine zweite Armee und die hier sind halt wirklich sehr mächtig, ne? Sagst du einen Abend, einen wunderschönen guten Tag. Das ist halt, das, also... Oder wir sparen auf Rang 4. Also es würde auch gehen, aber das wird ewig dauern. Wir müssen für alles Feuer ausgeben. Wir müssen für alles Feuer ausgeben. Das sind halt jetzt die Entscheidungen. Die finde ich schön, ne? Hierfür müssten wir 15 Feuer sammeln. Da fehlen uns 7. Ja, die werden wir dann niemals bekommen. Können wir denn irgendwas holen auf dem Bazar, ohne Feuer auszugeben? Das geht schon mal zum Beispiel nicht bei den Einheiten. Hier, das würde ohne Feuer gehen. Plus 2 Fernkampf. Schattenweben! Die kann webern! Das stimmt, Rivebo. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Ewiger Durst? 3 Tributmarken? Aber das war ja ausgelöst. Wir sind sofort wieder aufgelöst. Brauchen wir auch nicht. Hier würde nur 1 Feuer kosten, aber dafür 13. Prophezeiungsresistenz steigert die Chance, Prophezeiungsrituale zu blockieren. Und Dimensionstor. Das ist eine Legion unter deiner Kontrolle in einem beliebig gültigen passierbaren Karton auf dem Spielfeld ziehen. TP nimm, grüß dich, hi. Muss aber langsam zum Ende kommen. Ja, wir können bei Rustlord immer reinkommen, wenn wir wollen. Das passt schon. Das passt schon. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Solium Infernum. Ein Stückchen weiter. Wir holen uns mal das Portaltraining. Eine dreiteilige Fibel über Methoden des Teleports der Legion. Oder ein Handbuch über um einen Prätor der Dualtechnik Siegel der Annäherung beizubringen. Wir holen uns das hier mal. Gebot abgeben. Automatisch bezahlen. Oh, guck mal, da haben wir sogar alle 3 mit bei. Das bezahlen wir mal. Das sollte dann reichen. Dann haben wir nämlich das Handbuchfragment auch direkt das Handbuch komplett voll. Und dann haben wir nämlich einen Auftrag erfüllt. Gehen wir mal eine Runde weiter. Heute ist wohl lange Spielabend. Ja, wir müssen gleich zu Rustlord rüber. Aber ja, heute wird auch wieder länger gespielt. Ich weiß nicht, ob wir bis 23 Uhr spielen, aber wir werden auf jeden Fall unseren Spaß haben, sag ich mal. Hoppala. Dracarius traut man auch zu, dass er in seinem Sucht verschläft. Ja, ich sitze jetzt hier im... Aua, ein Schneidersitz auf dem Stuhl. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Im Schneidersitz sitzt der Ranger. Unfassbar gelenkig bin ich tatsächlich. Und jetzt bete ich währenddessen. Damit wir in der Hölle überleben werden. Ein Weber im Schneidersitz. Damit es folglich in das RP geht. Genau, so schaut's aus. Schlafen da die Beine nicht ein? Ja, ich muss die immer wieder runter. Also allgemein ist es halt so, dass dieses Sitzen hier, auch dieses Bein nach oben legen und dann hier wieder im Schneidersitz und dann mal Bein unter dem Hintern und sonst irgendwas, ist ja alles schädlich. Normalerweise müsste ich dadurch, dass ich halt für euch hier mehrere Stunden, mindestens 20 Stunden, sogar mehr, eher 30 Stunden in der Woche für euch hier vorm PC sitze und auch meine Office-Arbeit ja und ähnliches hier mache, müsste ich eigentlich immer gerade sitzen und meine beiden Beine auf den Boden abstellen. Aber irgendwie... Irgendwie ist das halt auch unbequem, die ganze Zeit so zu sitzen. So, Proklamation. Schade für den Narren, der die Hand auffällt. Der Narb, der Erzfeind mit dem geringsten Prestige, erhält 10 Prestige von jedem anderen Erzfeind. Oder der Erzfeind mit dem wenigsten Tributmarken erhält 3 zufällige Marken von jedem anderen Erzfeind. Vielleicht kriegen wir ja das ja hin. Schneidersitz ist doch angenehm. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl finde ich nicht. Auf dem Boden? Ja. Boden ist ja angenehm. Warum wird denn töricht danach von Twitch ausgesternt? Weiß ich nicht, weil, das ist vielleicht wichtig für euch zu wissen. Wenn Twitch Nachrichten von euch unterdrückt, dann sehe ich die nicht. Ich sehe nur Nachrichten, die der Bot unterdrückt.
Also ich sehe nichts, was jetzt, wenn Twitch sagt, hier, das ist aber beleidigend, das kann ich bei mir gar nicht einsehen. Ach so, ja, nee, bei mir steht es tatsächlich geschrieben im Chat. Kann sein, dass du da eine Einstellung hast. Immer unterschiedliche Positionen. Okay. Bulbul, moin. Gehen wir da jetzt rein oder nicht? Konklave, wir sind jetzt der Herrscher. Ein Punkt an zufälliger Macht. Besonders breit, tief. Suche schon lange einen Stuhl, auf dem ich im Schneidersitz sitzen kann. Ja, ich habe diesen XXL-Stuhl von Razer bekommen. Den habe ich kostenlos bekommen, also Werbung. Ne? Aber der ist gut. Der ist gut, ist der angenehmste Stuhl, den ich bislang hatte. Und der ist auch ein Stoffstuhl. Ja, ich mag einen Stoffstuhl lieber. Ich mag einen mit Stoff bezogenen Stuhl lieber als mit dem Kunstleder. Sehr nach Nörgel. Ja, stimmt. Stimmt. Wir nehmen die hier. So, Aktion, Auktion gewonnen. Auktion beendet. Jetzt müsste doch eigentlich einer unserer Aufträge schließt ein Handbuchmanuskript ab. Muss doch jetzt fertig sein, oder? Zum Beweis, dass du gelenkig bist. Ja, ich bin durch den Sport halt sehr gelenkig. Ne? Da geht nicht so schnell verloren, da ist das Gute. So. 1 und 4. Wir können die angreifen. Wir machen denen sogar 4, 9 Schaden machen wir denen. Das heißt für uns schon mal was sehr Positives. Wir werden uns jetzt nochmal Tribut holen, damit wir ein paar mehr Höllenfeuer dazu bekommen. Und werden den jetzt hier angreifen. Moment, wir greifen den noch nicht an. Wir machen es jetzt mal anders. Wir reißen nochmal den hier ab. Wir gehen einmal hier rüber und dann greifen wir den an. Weil da haben wir nämlich dieses Feld noch eingenommen. Das ist der angenehmste Stuhl, den ich bisher hatte. Ich werde das jetzt nicht ausführen, aber es ist witzig. Aber ich werde es trotzdem nicht ausführen, aber es ist trotzdem witzig. Jetzt ist mein Fuß eingeschlafen. Das ist, weil ihr darüber geredet habt. Oh, cool. Ich habe gerade einen Key bekommen für We Are Football 2024. Das werden wir uns wahrscheinlich auch in einem Stream mal anschauen. Das ist der, die Fußballsimulation von dem Anstoßmacher von damals. Sehr cool. Genau, das ist Anstoßgedächtnisspiel. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin zu doof, hier eine Flasche einzuschütten, ey. BVB zur Meisterschaft führen. Flansch, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einen Unfollow von dir bekomme, muss ich dir aber leider sagen, dass ich blau-weiß bin. Und zwar nicht Bochum. Duisburg, HSV, Hertha, 1860 München. Ihr wisst alle, was ich bin. Schalke-Fan. Ja? Und bevor ihr jetzt die doofen Sprüche kommen, ich muss schon genug leiden. Schleusentaucher, Dankeschön für dein Follow. Fußball im Stream ist genauso schlimm, als wenn ich jetzt Politik ansprechen würde. Deswegen gehe ich schnell vom Thema weiter. Wie kriegt man alle auf eine Palme? Auf eine Palme? Man spricht über Fußball. Fußball ist schlimmer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Titanic-Taucher, grüß dich. Stimmt, BVB-Fan hat es momentan auch nicht leicht, ja. Genauso auch wie Bayern-Fans es momentan nicht leicht haben. Aber da
da habe ich ein bisschen weniger Mitleid, weil ihr habt halt auch sehr viel Erfolg gehabt in den letzten 10 Jahren. Ne? Also von dem her, ja. So, okay. Wir kriegen einfach kein Feuer. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? So. Okay, wir gehen dann wieder ein Feld nach... Wir holen uns weiterhin Tribut. Wobei... Dadurch, dass uns das Feuer fehlt, das ist halt absolut, absoluter Teufelswerk. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelswerk. Wir holen uns die hier mal. Die bringt nämlich +3 im Nahkampf. Und storniert die Gefechtskarte der gegnerischen Legion. Da gehen wir mal ein Gebot ab. Konsolidieren. Ja, komm. Konsolidieren hier. Wir haben hier noch ein paar mit Wasser. Hier, da haben wir einen mit Wasser. Hier nochmal. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwo eine mit Wasser haben. Für den Kampf. Lass uns mal gucken. Ritual für den Kampf. Ah, ja. Der Sieg im Kampf gewährt dem Benutzer eine Tributmarke. Die Werte der einzelnen Ressourcentypen entsprechen den aufgerundeten Hälfte der Stufe der zerstörten Einheit. Können wir doch... Ist die jetzt dauerhaft aktiv? Ja, ist aktiv. Okay, dann lassen wir die noch drin. Dann werden wir... Wir machen es nochmal so. Wir machen nochmal eine Ressourcenrunde. Wir machen nochmal eine Eckrunde. Das hier ist auch ein Spiel, da braucht man so 2, 3 Partien, damit man einigermaßen so in den Taktiken drin ist, so wie bei Dune Imperium ungefähr. Ich würde sie auch viel mit Dune Imperium vergleichen, ja. Geistbock grüßt natürlich direkt den FC-Fan. Wo kommt nur der Name her, ne? Warte mal, ich habe noch eine Nachricht bekommen. Noch ein Key? Nee. Schade. Wäre natürlich cool gewesen. Freitag darf ich Ouija Football zeigen. Nee, jetzt... Okay, ich dachte jetzt, der überlebt genau mit einem Lebenspunkt. Eskeros, moin, hallo. Sehr schön. Das haben wir uns geholt. Nee, Freitagstream gibt's definitiv nicht. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag muss ich mir wirklich die Zeit dann auch wieder nehmen. Ich merke das sonst, ja, es ist privilegiert und man sagt, es ist halt nur Computerspielen. Hab da auch recht, klar, auf jeden Fall. Dass es da deutlich härtere Jobs geben kann, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem ist es echt auslaugend, wenn man hier so eine Woche durchstreamen würde jeden Abend. Weil ich halt nicht, also... Wenn ich zocke gerne privat. Ich werde wahrscheinlich auch in meiner freien Zeit privat zocken, aber das ist halt dann... Dann sitze ich hier so... Dann gucke ich mal rüber, so auf Twitch. Jo. Dann mache ich hier wieder so.
dann tappe ich mal wieder raus und gucke im Internet. Da dauert so eine Runde mal lange bei mir. Also da bin ich total im Entspannungsmodus. Das ist halt nochmal was anderes. Ah, endlich Feuer! Oh, Ave Maria! Jetzt finden uns trotzdem noch zwei Feuer. Eine Notabstimmung. Lorbeer des Triumphs. Moriai. Eine Notabstimmung. Eine Dornenkrone, die mit dem Sekret derer befleckt ist, die auf ähnliche Weise für ihren Dienst belohnt wurden. Die Festung der erfolgreichen Kandidaten erhält einen permanenten Bonus von plus 1 Prestige pro Zug. Wähle einen Ernstfeind, für den du stimmen willst. Hier, Lilith. Für dich stimme ich. Für mich selber kann ich alleine nicht stimmen. Eine Frechheit. Das stimmt gar nichts. Da hast du absolut recht. Jetzt können wir unsere Einheit wenigstens befördern. Da bekommen wir auch Prestige für. Jetzt können wir sagen, also sobald die genug Sachen gesammelt hat, können wir ihr dann sagen, worin sie besser werden soll. Und wir könnten jetzt zum Beispiel bei ihr auf höllisch... Boah, höllisch. Plus 5. Plus 5 höllisch und einen weiteren Slot. Den nehmen wir uns mit dazu. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Ein neuer Favorit. Können wir hier noch einen zweiten Prätoren reinpacken? Nee, leider nicht. Wir können aber... Auch kein Artefakt. Nee. Plan abgeschlossen. 15 Prestige haben wir bekommen. Höllenschlund. Essenz der besiegten Macht des Turms Stolzes. Da haben wir noch so eine bekommen. Okay. Oh, grüß dich. Ave Maria in der Hölle? Wie kannst du nur? Entschuldigung! Lo siento! Entschuldigen Sie bitte! Lass uns mal nach dem Rang nochmal schauen. Herzog, gibt 60 Prestige aus, um deinen Höllenrang zu erhöhen. Durch die Verbesserung erhältst du mehr Marken aus der Aktion Tribut suchen, Tribut fordern und mächtige diplomatische Aktionen. Wir werden die 60 investieren, auch wenn wir dann wieder bei 0 sind. Die anderen sind ja jetzt auch gerade recht weit unten. Und dann werden wir danach direkt nochmal Tribut suchen, reinpacken. Und sind jetzt gut vorbereitet auf den Gegner. Wir sollten... Ja, die Ressourcen kriegen wir jetzt nicht ausgegeben. Wir müssen in der nächsten Runde auf Höllenfeuer hoffen. Und danach müssen wir unsere Macht auf Stufe 4 erhöhen. Wir gehen ein paar Minuten später in Rustalot rein. Sedet mir nach. Wir machen hier... Max Rotter, dankeschön für dein Follow. Wir machen hier noch ein paar Ründchen, damit wir noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Wir können jetzt gerade nicht mehr machen. Wir haben diese beiden Sachen, damit wir in der nächsten Runde die Macht verbessern können. Und wenn wir die Macht verbessern, dann werden wir danach wenigstens 3 Aktionen zur Auswahl haben. Weil jetzt merke ich natürlich, die 2 Aktionen auf lange Sicht, das ist schwierig. Schwierig. Aber ist ja nicht so, als wenn wir da nicht vorher schon dran gewesen wären, um uns das zu erhöhen. Leider Gottes ist halt... Alles haben wir viel bekommen, außer das Feuer. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir wenigstens das Feuer bekommen. Jetzt wird einmal bei uns der Zug durchgesetzt. Wir haben jetzt unsere Stufe erhöht. Das kann ich mir vorstellen, Slint. Das kann ich mir vorstellen. Immer das leider Gottes. Entschuldigung, leider Lucifer dann halt. Ey, jetzt bekommen wir gerade so die 15 zusammen. Jetzt geht's los. Der Erzfeind mit dem geringsten Prestige erhält... Oh, der Narr. Wir gehen auf den Narr. Und zwar hier mit Voting Power 3. Sehr geil. Der Erzfeind mit dem geringsten Prestige erhält 10 Prestige von jedem anderen Erzfeind. Und wir sind derjenige, weil wir gerade alles ausgegeben haben. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Das ist so geil. Ranger wird zum Pornostar. Ja. Und Norulf, auch an dich vielen lieben Dank für dein Follow. Sehr lieb. Rang gesteigert. Gut, Stimmkraft mehr, Tributopfergabe. Gegenspieler streiten sich. Und jetzt gehen wir bei dem Heiligtum. Gehen wir jetzt auf Mächte und holen uns Stufe 4. Oh, wir müssen konsolidieren. Hm.
Wir müssen sowieso alle davon nehmen, bei denen Feuer dabei ist, weil wir nämlich genau darüber nur das mit dem Feuer abgedeckt bekommen. Feuer, 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 Feuer. Oh, hier haben wir alles mit bei. Nochmal Feuer. Ranger als Pornostar, Künstlername Lollipop. Dann haben wir 5, 6, das sind 3. Ja, das reicht auf jeden Fall aus. Das reicht aus, das können wir also konsolidieren. Das bleibt dann da drin. Hat das Spiel ein Förster? Nee, es hat nur ein Zweitster. Ja, verstehst du? Oh, um Gottes Willen, ist der schön, der Witz. Dann gehen wir einmal hier hoch. Eine Runde weiter. Schön, wie schnell man die Runden hier durchklicken kann. Jetzt sind wir bei der Hälfte. Apex Predator, einen wunderschönen, wunderschönen guten Abend an dich. Beste Grüße mit der Füße, sage ich mal dazu. Beste Grüße mit der Füße. Oder auch wahlweise mit der Fiezen, je nachdem, was man davon haben möchte, ne? Victor Lars! Kein Tribut gesammelt? Nee, dieses Mal nicht, weil wenn jetzt gleich die andere Abstimmung gewinnt, dann müssen diejenigen, die das meiste haben, etwas abgeben. Und ich will nicht das meiste haben. TG, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt haben wir... Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist da rausgekommen. Stimmen gezählt? Hier, der Bettler. Und wer ist das? Wer bekommt das jetzt? Wer ist denn der Bettler? Oder wissen wir das nicht? Wir haben fast so viele Stimmpunkte, wie die haben. Wir gehen gleich rüber. Wir machen jetzt hier noch ein paar Minuten eben. Gib mir so 10 Minuten. Und dann gehen wir rüber. Lilith? Doch, wir gehen gleich rüber. Wir gehen gleich rüber. Ich will jetzt hier nicht mittendrin abbrechen. Dritte Nachricht. Zweite. Ah. Wir müssen jetzt Ressourcen geben. Und die Hochzeitsnacht lief. Gar nicht. Ihr mit eurer Hochzeitsnacht. Bezahlen. Erinnert mich an meinen Keller. Wir gehen gleich rüber. Wie gesagt, noch so 10 Minütchen. Und dann gehen wir rüber in Rustalot. Okay. Wir nehmen uns das hier nochmal. Die beiden. Und den hier. Alles klar. Dann wollen wir jetzt nochmal in der beiden Heiligtümern nach den Mächten gucken. Und werden hier... da reinspringen. Benascon, moin. Ich habe Angst. Ja, ein bisschen vielleicht. Ein klein wenig. Das könnte durchaus sein. Ja, ihr Tollpatsche. Ihr Tölpel. Ah, hiermit würden wir denen immer einen Schaden machen. Jetzt ist hier gerade jemand online gegangen. Jetzt sehe ich gerade nicht, was hier los ist. Ganze Nacht lang die Schatzkammer gezeigt. Wir können noch eine Ereigniskarte auswählen. Haben wir doch gemacht. Die Engelschar stürzt sich auf die Felder der Hölle und versucht, eine Legion pro Erzfeind auszulöschen. Beginnt bei dem, der die meisten besitzt. Ah, das kann doch sehr interessant werden.
Den haben die aber schnell eingerissen. Was, so pervers ist er? Nein, 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 nein. Habe den Discord an DM geschickt zum heutigen Rustalot. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Kaffee schwarz wie die Nacht. Moin. Okay, jetzt hätten wir drei Aufträge zur Verfügung. Aber jetzt werden wir einmal das Spiel wechseln, liebe Leute. Wir werden jetzt einmal das Spiel wechseln. Wir gehen jetzt rüber Richtung Rust.